Hör ich deinen Livestream? Ja, Livestream! Moin und schönen guten Abend, ihr Figurensuchtis, Kekse, Freunde, Bekannte. Zum fünften Teil des traditionellen Formates, das Toy Talk Trio, die drei am dritten, diesmal am vierten und zu zweit. Weil sonst wäre es ja langweilig, wenn es immer das Gleiche wäre, oder? Heute ist mit dabei natürlich, wie könnte es anders sein, der schnellste YouTuber, den es gibt, die Rennschnecke himself, Dark Schnecke. Moin, moin, Ladies und Gentlemen. Und ich hoffe, dass wir es irgendwann noch mal schaffen, wieder zu dritt hier zu sitzen. Weil ja, irgendwie passt das immer alles nicht, ne? Nee, heute ist es so, dass Silent Mike wollte lieber Bücher lesen und ist auf die Buchmesse gegangen. Genau, in Leipzig ist er. Als ob er sich da die Bücher angucken wird, ey. Haha, da lache ich ja drüber. Aber ja, moin Chat, wie geht's euch? Ein paar sind schon da, ne? Ja, fünf haben wir schon am Start. Der ja, Jens natürlich. Jens, wo ist deine Frau? Was ist da los? Die kommen noch alle. Sebastian ist auch da. Schönen ja, Abend. Die Hälfte von Steinhoff ist da. Sebi, moin! Ach ja, schön. Und falls ihr euch fragt, hey, warum hast du so große Ohren? Ganz also einfach weil. Das wie IA, ganz ehrlich. IA! Oh. Echt gut. Ja gut, mit der Mütze halt, ne? Michael, grüß dich. Schön, dass du auch da bist. Oh, Michael, der Michael kommt bestimmt von dir. Ja, den musst du Namen das auch verzeihen. Der Michael, der kann nicht schreiben. Der hat eine kleine Problematik, aber er ist immer dabei. Das macht doch nichts. Schön, dass du da bist, Michael. Torse, René, moin. Moin, moin in die Runde. Ja, ich dachte, weil Ostern werde ich sowieso nicht online sein, mache ich hier ein bisschen auf alberne Hasenohrchen. Weil ich mir die echt mal, ich habe die echt nur gekauft zum einmal anziehen und dann hier doof rumhampeln. Und ich fand das sehr lustig. Und Dag Schnecke findet das auch sehr lustig, deswegen grinst du mich dauernd aus oder lacht mich innerlich aus quasi. Ja, ich muss mich zurückhalten. Aber ich finde es cool. Jindai. Jindi. Ach ja. Was machen wir denn heute? Wir wollen heute ein bisschen, also was wir generell immer machen ist, locker flockig von der Hüfte raus, ein bisschen labern. Wenn ihr Fragen habt, knallt die einfach raus. Nicht verzagen, wenn wir nicht direkt auf die Fragen antworten. Die gehen nicht unter. Wir werden auf alle Fragen eingehen. So aber vielleicht immer. Passt das gerade in dem Moment nicht, weil wir gerade reden. Und deswegen kommt es zu einem späteren Zeitpunkt. Aber die Fragen gehen nicht verloren. So, was haben wir denn heute für ein Oberthema? Das kann der Schnecker am besten beschreiben. Was, wieso ich denn? Hast du das Thumbnail nicht gelesen oder was? Doch. Also ich kann mich nur daran erinnern, dass wir heute erstmal über den Mattel Creations Livestream reden wollen, was es da Feines Neues an Ankündigungen gab. Genau. Ja. Und ich bin ehrlich zu euch im Chat, ich habe ihn nicht gesehen. Das ist eine Lüge, wir haben mich gerade nochmal reingeguckt. Ja, aber nur kurz, ein paar Sekündchen. Aber nur ganz kurz. Aber ja, die meisten Sachen, bin ich ehrlich, habe ich schon auf Bildern gesehen, also alles gut. Ah, ja, das haben wahrscheinlich alle hier im Chat haben ja, das denke ich auch. Gesehen und gelesen. Ja, vor ein paar Tagen, jetzt am Donnerstag war das, glaube ich, oder war es Mittwoch sogar, bin ich mir gar nicht mehr sicher. Ich glaube, das war Mittwoch. Da gab es ja den Mattel-Livestream. Es gab zwei Tage, genau. Der erste Tag war Donnerstag, der zweite Tag war glaube ich, nochmal. Erster Tag, Mittwoch. Zweiter Tag, Donnerstag. So. Für mich war nur der erste Tag interessant, weil da Masters und Street Sharks, genau, Street Sharks announced wurden. Und ich habe einen kleinen Ausschnitt von dem Livestream jetzt vorbereitet. Ja, gerne, gerne, gerne. Allerdings ist das nur Masters bezogen. Also wir gucken uns das mal ganz kurz an. Ich spule ein bisschen vor und ganz ehrlich, Mattel, wenn du zuguckst, irgendjemand von Mattel, nächstes Mal bitte eine Moderatorin oder Moderator, die nicht so quiekig ist und die vielleicht auch ein bisschen Ahnung von der Materie hat, die da beschreibt. Ich habe es nur kurz auf dem Standbild gesehen. Ich bin gespannt, was jetzt kommt. Ja, das Geile ist, die beste Szene war, wo die haben Tüten verkauft. Hier so, kennst du ja, so Leinentüten oder Jutebeutel. Jutebeutel. Wo Mattel drauf steht. Oh, wir haben hier so einen tollen Beutel. Da steht drauf Mattel und
Toys? Ja, der. Und weißt du, was so ein Beutel kostet? $35. Für einen Jutebeutel. Für einen verdammten Jutebeutel. Kannst du auch Hotel Creations wahrscheinlich exklusiv kaufen. Ja, ja, natürlich, klar. Natürlich. Oh, ja, ich mache mal hier eigentlich. Wir gucken mal, was die Jude da. Okay, jetzt bin ich gespannt. Hast du gemerkt? Den Wortwitz? You guys rock because rock corn. So ja, 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 ja. Ha, ha. Nightstalker. Endlich kommt mal wieder ein kleines Fahrzeug, was ja eigentlich naheliegend war, weil Stridor gibt es ja schon seit längerem und wir wissen ja, Stridor und Nightstalker ist das gleiche Teil, nur eben andersfarbig. Mich wundert, dass Mattel so lange gewartet hat, bis sie mal so ein Pferd rausbringen. Ja, vor allem normalerweise ist es doch eigentlich nur eine Art Repaint, ne? Oder, ja, genau, das ist einfach nur eine andere Farbe. Sonst ist genau das gleiche Ding. Schon mal längst draußen, das Ding, ne? Bashasaurus wäre doch mal cool. Wieso bringen sie sowas nicht raus? Da komme ich später zu. Und das Geile, so dieser Gesichtsausdruck Sagt von alles. Ihr beschreibt ihre Kenntnis von Masters sehr gut. So, was reden die da? Ich habe den Namen zum ersten Mal gehört. Wer ist He-Man? Aber es kann ja nicht jeder wissen. Man macht ja hier, guck mal, da. Ich habe sie voll im Blick. Ist so geil. Körpersprache und so, voll gut. Christian, schönen guten Abend. Jo, moin. Ach, okay. Das bin ich jetzt nicht ich gewesen, das ist ein Livestream drin. Und das ist, was ich meinte, das sind diese Taschen. Aber überleg mal, 35 für so einen doofen Beutel. Das ist ein bisschen übertrieben, ey. Ist mega. Bei mir kriegst du den für 20. Nein, Quatsch. Das finde ich schon, hart. Das ist auch nicht besser. Das sind $15 billiger, also Euro. Das Geile ist ja, wenn du nur einen Beutel kaufen würdest, zahlst du ja 35 Euro oder 37 Euro plus 10 Euro Versand. Dann kostet du eine Tasche mal eben 50 Euro. Transform him into the overlord of evil. Yes. Increased abilities. I mean, this is one bad demon. I'm going to pass it over to one bad Damon to tell us more. All right, guys. So here is Demo Man. Bitte? Bleib ruhig. Sie ist nicht ganz froh, dass sie jetzt nicht badass Demon zu tattered tunic and his battle-worn armor. He has his scabbard and his morning star. And as are mentioned, this was the original design for Skeletor, so we're including a swappable Skeletor head as well as this helm skull. Was ich interessant finde, ist in den Livestreams in Amerika, die sagen immer alles doppelt für Leute, die es nicht mitkriegen. Sie hat genau das gleiche gesagt wie er. Das machen sie bei allen Produkten nochmal neu, logischerweise. Okay. Und für die, die es nicht wissen, Demoman ist kein neuer Charakter. Demoman gab es schon in der Master of the Universe Classics Line als Premiere. Natürlich in größer und in detaillierter und in cool. Das ist aber eine sehr coole Abart davon. Abwandlung meine ich. Eine Abart. Interessanterweise gab es da auch Wechselköpfe. Dieser Skelettkopf ist genau 1:1 der Kopf, der auch bei den Classics dabei war. Der war nicht dabei. Weil aber die Geschichte eigentlich eine ganz andere ist. Demoman ist eigentlich die Person oder die Dämon, der Skeletor quasi erschaffen hat, im Lore jedenfalls. Okay, als Konzeptzeichnung war das früher Skeletor, aber dann wurde es gesagt, ja, der Demoman hat Skeletor quasi seine Kräfte gegeben oder ist in Keldor gefahren und wurde ein Skeletor und deswegen bla bla bla. Aber den Kopf finde ich sehr interessant von Skeletor, weil der in der Mitte sehr weiß ist. Ja, und es sieht so aus, dass da so ein kleines Paintbrushchen reingeballert wurde. Aber ganz ehrlich, auf dem Körper, auf dem grünen Körper, kann ich mir den nicht vorstellen. Sieht bestimmt ein bisschen komisch aus. Aber White Agrees. Which was an homage back to the original art from Artilla's work. Right. If that still leaves you despondos, we also have Geldor joining the fold. He is one of my personal favorites on Mattel Creations this year. Der George Clooney. Der George Clooney. Ja, genau. Der George Clooney, der Masters. Das sagen sie gleich selber. He was obsessed with
immortality because he is the George Clooney of the Motu line. Sorry, King Randor. Sehe ich jetzt ehrlich gesagt nicht so, aber okay. Was ich auch geil finde, der ist ja komplett eigentlich, da ist ja alles reused bei dem. Weil du hast ja hier, das ist die Axt von Rayman. Stimmt. Die Axt war, glaube ich, bei Grizzlo mit dabei. Das Ding könnte neu sein. Also das Ding ist neu. Das ist das He-Man-Schild. Ja, nur ohne Farbe. Ja gut, und das ist Skeletors Lendenschurz, klar. Das ist neu und obwohl das, ja, ich glaube, das ist neu. Und der Kopf Kürass, natürlich. Der Kürass auf jeden Fall nicht, der ist neu. Bitte? Der Kürass, sage ich mal, der ist neu. Also den so eine Art kenne ich ihn jetzt. Ach, der Harnisch, meinst du? Oder Harnisch, ja. Harnisch. Oho, wir haben aber ein neues Wort gelernt. Oh. Harnisch. Harnisch, Kürass. Die Lache. Schön. You heard it here first. Barbarian first appeared in the original 80s. Jens fragt gerade, ob es den Charakter nicht auch bei den Classics gab. Ja. Genau, gab es auch bei den Classics, ja. The secret liquid of life becoming more powerful than He-Man. But it's our boy He-Man, so obviously he defeats Geldor in battle, shatters the liquid, and this giant tree essentially ate Geldor up. Talk about a tree of life, for sure. Yeah. Geldor's fate remains the same in his appearance in classics, but he's a true warrior. I love this figure so much. Damon, tell the people more. Oh, happy to do so. So here's Geldor in his crimson armor. We are including his giant cleaver of an axe that can store on his back. He also comes with two additional axes that can combine to become one. Ach, die ganze, jetzt sehe ich das. Okay. He also comes with a shield to make sure that this guy is more than a match for you. Awesome. Thank you, Damon. So then as we shift gears to Masterverse, we launched our new Attorney at Snoutspout earlier this year. It is oversized, and honestly, I hope people love the articulated hose nose as much as I do. It's amazing. We do have one more item we're introducing in fall, which is an oversized new Eternia Horde Trooper. Because who doesn't want super-sized army of robot foot soldiers? Yeah, okay. He's absolutely massive, standing at 8 inches. He has tons of da kommt der Fan, aber was ist denn da für ein Kopf noch mit dabei? So ein Goblin-Kopf? Es kommt ein Goblin-Kopf sein, aber heute wurde mir schon gesagt, ja, das ist doch Hordak. Nein, niemals. Habe ich gesagt, ja, es kann natürlich ein Hordak-Kopf sein, wenn man da sehr weit kreativ durch die Gegend guckt. Das aber die Horde-Trooper sind ja Trooper, Soldaten. Das heißt, wenn Hordak eine bestimmte Rasse ist, sind das auch quasi Hordaks Gefolgsleute, also Fledermaus-Menschen. Gut, das kann sein. Das ist jetzt nur eine These. Ist nur von mir jetzt so eine Denke, weil der so aussieht. Da stehen halt keine Roboter drin, sondern das sind halt auch richtige Menschen nicht. Ja gut, das war ja auch damals in dem Film auch so, ne? Da waren ja auch die anderen mit drin. Aber ich finde es generell super genial, dass der Übergröße hat. Das finde ich cool. Ja. Das macht sie nochmal so ein bisschen so, ne? Bedrohlicher halt. Richtig, genau. Nur lass mich raten, sie können nicht auseinanderfallen, ne? Nee, ich glaube auch nicht, so wie das da aussieht. Aber du kannst halt die Armor abnehmen. Ja, aber ich werde es auch so machen, ich würde den Kopf nie ab. Also, nein, würde ich der Helm bleibt drauf. Der Helm bleibt drauf. Natürlich. Ja, gut. Wie sie möchten. Aber ich finde es cool, dass er kommt, auf jeden Fall. Der erste Horde Trooper hieß Mark. Happy to share that through packaging innovations, no plastic is used in the Mattel Creations Masters of the Universe collectibles. We're also talking about Pizza Box inspired designs, more stunning artwork and okay, Pizza Box inspired. Also die wurden von Pizza Boxen inspiriert. Unsere Pizza Boxen sehen nicht so cool aus, oder? All the details that are going to mal eben reingegritscht, wie ist eigentlich deine persönliche Meinung zu den neuen Boxart? Meine selbst. Jetzt von New Eternia, also von der Masterverse generell. Ich müsste mir noch genau angucken, ehrlich gesagt. Also die haben ja das Design komplett geändert, weil dieses normale mit dem Window und dann halt nur dieses normal blaue, das war ja eher so, ne, weiß ich nicht. Ja. Jetzt haben sie ja mehr Wert drauf gelegt, dass man auch die Artworks besser sieht. Aber dafür die Figuren halt kleiner. Ja, ich finde es cool. Artwork ist immer schön, logischerweise. Ja, ich meine, die meisten auch jedes Mal. Aber zu Lasten der Figur finde ich es halt schade. Und jetzt genau beim Hornschuber ist er so komplett, du siehst nichts von der Figur. Der ist komplett aus Karton. Der ist komplett im Karton, sehe ich gerade, ja. Das ist ja genau wie diese
Bad Goddess Evelyn, die rauskam bei Creations, da war es ja auch so, dass es komplett aus Pappe war alles. Übrigens, dieses Geräusch, das Ding, das ist in dem Video. Ach so, ich dachte, das wäre dein Handy. Nee, mein Handy ist auf lautlos. Das, ich auch, das, ist alles, das ist im Video, wirklich. Was ich jetzt erst dachte, weil ich nicht gecheckt habe, Entschuldigung, dass da ein Kopf drunter ist, das hier, das sah für mich eher aus. Kennst du noch die Figuren zum Beispiel bei Star Wars, Power of the Force gab es, die Jawas? Die hatten auch so gelbe Augen und oben auf dem Kopf hatten sie so ein gelbes Fenster. Wenn da die Sonne reingescheint oder Licht reinscheint, ja, dann, dann leuchten die Augen. Transformers, die Lightpipe-Funktion. Ja, ja, genau, richtig. Ja, ja. Und ist, ich habe gehofft, dass das da auch wäre. Nee, ist es glaube ich nicht. Nee, ist es nicht, weil das der Helm zum Abnehmen ist. Und da unter ja die Fledermaus. Ach so, das ist der, der auf den Fledermauskopf kommt. Ja, genau, das, 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 das ist die Fledermaus-Azubi drunter. As you can see here, the artwork on the front, we have this beautiful large portrait of the Horde Trooper there. And then at the bottom, you see this epic battle happening between the Horde Troopers and the Eternian Guards. As we turn around the packaging here, we see his alternate look where he comes with his removal helmet. So we get a look at what that head sculpt looks like. Das könnte jetzt auch ein General dann wahrscheinlich sein, ne? Also könntest du auch so displayen dann. Ja, was ich so interessant finde ist, wenn du mal genau anguckst, die Horde Trooper hier sehen komplett anders aus vom Helm her als er. Mhm. Die haben dieses, das sind die typischen Horde Trooper Helme mit den kantigen Recht, also Dreieck Dinger mit den ja, Zacken. Und oben der Finne drauf. Genau, und er hat auch eine Finne, aber er hat eben so ein Fledermaus Sichtfeld. Ja, ja. Stimmt. Was ich cool finden würde, wenn zwei Helme drin wären, also Wechselhelm, einmal der normale Horde Trooper Helm und der eben. Aber geht ja nicht, weil da sieht ja schon wieder, na, wir gucken mal weiter. And then we have additional Horde Troopers there in the back with the extra accessories that come with him. But that's not all. We actually open this aufklappen. Okay, das ist immerhin etwas. We do that. We have this beautiful Horde logo here on the inner flap there. And then we have this trifle card. It's basically a zoomed out version of the artwork from the front. Okay, also once you remove that, this actually becomes the diorama. Also das Ding könntest du dir sogar noch irgendwo hinstellen. Ja, cool. Warte mal, dreht sich noch um. Okay. Fright Zone, nice. Ich höre schon die ersten schreien, wann kommt das ans Playset? Ja, viel Spaß, wie groß soll das werden? Ja, so also Eternia-mäßig, aber viel filigraner und kaputt, schnell kaputt. Ja, das glaube ich auch. Das sieht doch geil aus. Thank you. The Doom Tower there too. And then, if we see inside here, we have the Horde Trooper there packed out. And you can see this guy is really, really massive. So, das ist es jetzt natürlich nicht. Aber hier unten ist ja noch das Fach, wo eigentlich noch Zubehör drin liegt. Mhm. Ich hoffe ja, ich verstehe nicht, warum sie es nicht sagen. Aber ich hoffe, da kommt dann noch ein Helm drin. Ich war sehr beliebt bei dem Video, krass. Ja, bla 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 bla. Jetzt kommt noch von wegen, geht's zu San Diego Comic Con, Sylstrailer und Gedöns. Okay, okay. Ja, was ich jetzt noch zum Schluss gesagt hatte, ist ja ganz interessant. Ach, jetzt bin ich schon wieder so groß. Hier, schwupps. Was ich jetzt zum Schluss gesagt hatte, war ja sehr interessant mit dem, was heißt interessant, dass der Snake Layer, der gewonnen hat bei der Abstimmung, als Crowdfunding kommt. Und im Chat wurde dann nachher noch gefragt, gibt es die Möglichkeit oder besteht die Möglichkeit, dass alle anderen Projekte, die bei dem Crowdfunding oder bei der Abstimmung dabei waren, zum Beispiel der Flip Track, dann die Fright Zone, was war da noch?
dass die wahrscheinlich dann auch noch als Crowdfunding. Ja, genau, die auch kommen können. Haben sie Nein gesagt, ne? Doch, kann sein. Ja? Und eine Aussage, die ich sehr gut finde, weil diese Frage kriege ich persönlich sehr oft gestellt, wo ich nicht weiß, woher soll ich das wissen? Ich meine, ich finde es ja toll, dass ihr denkt, dass ich so viel Kompetenz habe da drin. Aber selbst das weiß ich nicht, weil ich bin kein Mattel-Mitarbeiter in der höheren Position. Aber die Frage stellte sich und wurde gestellt, wie sieht das aus mit der Origins-Line? Ist jetzt Schluss oder kommen alle Charaktere von der Origins-Line? Und da wurde im Livestream gesagt, ja, wir wollen alle Sachen in der Origins-Line rausbringen, die es auch in der Vintage-Line gab. Mhm. Sprich, mein Verständnis, alle Playsets, alle Fahrzeuge, alle Figuren. Okay. Figuren also fehlen nicht mehr so viel von den Original-Vintage. So, wieso machen sie da noch Abstimmungen? Also, ja, das, Leute bei Laune zu halten. Ja, ich habe auch nicht verstanden, warum ganz ehrlich, mir persönlich gehen diese Snake-Man-Geschichten langsam echt auf den Keks. Das war zu viel Schlangenmenschen-Kram. Ich mag die Snake-Man, aber wirklich nur die Standardsachen. Und ich hätte da wahrscheinlich auch lieber die Fright Zone gesehen, wenn ich. Genau, hätte. Weil die gab es in der Classic-Zone gar nicht. Daher. Aber wenn sie ja den irgendwann kommt, wir müssen halt nur länger drauf warten dann. Ja, so 2030 oder so. Ja, vielleicht. Wahrscheinlich. Ja, das war so im groben Ganzen der Livestream, was Masters angeht. Das war ein kurzer Abschnitt. Na gut, die hatten ja davor schon mal einen gehabt. Hast du ja auch gehört, ne? Wo sie Snoutsport angekündigt hatten, davor den Livestream. Snoutsport sieht auch richtig cool aus. Was hier, Chat, was ist denn bei euch? Wenn ihr Masters sammelt, also einige von euch weiß ich, dass ihr das tut, weil ich kenne euch ja. Ich kenne meine Pappenheimer. Auf was freut ihr euch denn am meisten von dem, was ihr jetzt gesehen habt? Inklusive Snoutsport, inklusive Cyclone ist ja auch noch angekündigt worden oder wurde da zu dem Zeitpunkt dann freigegeben zum Kauf oder eben Rockon. Schreibt das gerne mal in den Chat rein. Und für die, die es gerade so ganz spontan mitgekriegt haben, heute war ich unterwegs und habe das hier von Moto Print Dye 3D Germany geschenkt gekriegt vom Olli. Wir waren bei ihm zu Hause. Mega gut. Haben was abgeholt für die Los Amigos Convention, was ich noch nicht darlegen kann, auch nicht will, weil das wird eine geile Überraschung. Wir werden jetzt, ich denke mal, in den nächsten Wochen werde ich ein Bild raushauen für alle Leute, die noch kein Ticket haben. Und wenn ihr das seht, werdet ihr euch das nochmal überlegen, weil das ist schon, Schneck hat es schon gesehen. Ach, das Bild, was du mir gezeigt hast? Ja, da worüber du gerade geschrieben hast, dass du nicht weiter erzählen darfst. Sehr, sehr genial. Seid gespannt. Also ich kann sagen, es ist einmalig und so gab es das noch nie auf irgendeiner Convention. Ganz klar, ein Trooper, natürlich. Ja, klar, Trooper! Ja, Trooper und Snoutsbout, finde ich sehr geil. Also, ja, da wäre ich wohl auch dabei. Ja, bei mir auch, ganz klar. Ich meine, bei mir ist keine Überraschung. Trooper sowieso bei dir. Also wahrscheinlich auch nicht nur einmal, oder? Nee, den muss ich ja mindestens zweimal haben. Wollte ich auch sagen. Ja, bestellt habe ich auch den, oh Gott, den Street Shark. Riptide. Ripstar hast du hier bestellt. Ripstar, genau, der war das. Ich fand den keine Ahnung, ich fand den nur cool, weil ich hatte mal eine Menge von denen, nicht als Kind, sondern jetzt hier vor ein paar. Ja, den als Neuauflage. Und einige haben auch haben Bedenken gehabt, habe ich auch gelesen, dass das halt so starres Plastik ist, so richtig Neuauflage. Das wird genauso gemacht wie die blöden Masters-Figuren, einfach nur bäh. Nein, ja, ist es das, nicht. Das war auch mein Bedenken, weil man sieht es ja auch, was heißt leider, ich finde es ja cool, dass sie überhaupt wiederkommen nach 30 Jahren. Ja. Aber sie gehen so ein bisschen das Origins-Treatment, ne? Natürlich mehr Gelenke mit rein und alles. Und ich weiß jetzt nicht, ob dann wirklich nur die Haut wirklich wieder nur Gummi ist, aber das Action-Feature weg ist. Ne? Weil du kannst ja den Arm dann nicht mehr so bewegen wie bei ihm hier. Weil wenn du den hier runterdrückst, geht ja das Maul zu. Hat man jetzt so in den Videos auch nicht gesehen, dass das existiert. Ne? Ich habe keine Ahnung. Also das Feature gibt es. Du hast im Livestream, oder warte mal, ich gucke mal, ob ich das jetzt hier schnell finde. Wie gesagt, den Stream habe ich nicht gesehen. Ich habe nur das Promo-Video gesehen, wo sie die angekündigt haben. Okay. Aber du hast halt diese Real-Feel-Skin hast du dabei. Ja, so wie früher halt, ne? Genau, richtig. Diese Gummi, da haben wir auch viel gedacht. So, das hat die ja damals auch alle ausgemacht. So, ich guck mal, ob ich das jetzt mal eben schnell finde. Aber mein Internet sagt einfach mal, ach du, hast ja Zeit. Lehn dich zurück, nimm den Keks, dauert jetzt. So, wo haben wir denn? Da haben wir es. Street Shark, 30 Jahre ist das schon alt. Ja, Wahnsinn, ne? Will ich eigentlich gar nicht wissen. Verrückt.
Ja, und jetzt? Ach da, Street Shark, da haben wir es. Jetzt muss ich mal meinen Monitor wieder anmachen, ne? Guck mal an. Vielleicht kann man ja die Street Sharks auch noch mixen und matchen mit den Origins. Das wär's. Naja, das sieht von den Armen her sogar irgendwie so aus. Ja, Patrick, hey, schönen guten Abend. Grüß dich, mein Freund. Patrick, Brunner, hi. So, wir machen jetzt mal hier so kleine, zack, schwubbeliwupp, da haben wir jetzt den... Da siehst du ja, ne? Die Ripster, genau. Ne? Hier, die Gelenke sehen sehr ähnlich aus. Aber er sieht anders aus. Natürlich, er ist redesigned, also er wurde angepasst. Komplett redesigned, wenn man das sieht, ne? Ah, jetzt haben sie hier kein Bild von der Rückseite drin. Gut, das mit dem Cage finde ich ganz cool, weil das war ja früher genauso. Ja, okay. Ja, nee, dann machen sie es anders. Na, da musst du dann halt den Kopf nach hinten ziehen. Das geht bei den alten nicht, weil das ist ja einfach nur Gummi. Und hier ist das Feature halt mit der Hand, ne? Also das ist schon wieder, ja, ist okay. Ein also Kompromiss, halt würde ich mal sagen. Aber sie sind halt kleiner, ne? Die sind kleiner als die Street Shark, die du jetzt hast. Sicher? Ja, also der sah, als die das in der Hand gehalten haben, ich glaube, die sind so ein bisschen größer, obwohl, ja, na, vielleicht also, doch. Guck mal, wenn ich jetzt Origins daneben packe. Nee, dann passt das doch. Dann habe ich nichts gesagt. Ja. Dann passt das schon. So, was haben wir noch? Ihr seht schon, es rennt hier das Netz. Also das ist schon richtig krass. Also die drei. Mach mal Jab. Jab wundert mich erstmal, ist er in braun? Also ich kenne ihn nur so als silberne Version. Ich hatte eine Farbe übrig. Sagen wir mal Bronze. Bronze. Und der hatte ja zwei Features. Der hat ja zum Beispiel das, was du jetzt bei Ripstar gesehen hast. Der hat ja jetzt hier hinten bei der Finne. Da kannst du den Mund bewegen, ne? Und dann halt mit dem anderen Arm ging dann hier vorne das nach vorne. Aber ich glaube, das gibt's sogar, meine ich. Zumindest das Feature mit der Schnauze. Was ging nach vorne? Die Schnauze. Hier, so. Ach so, die Augen. Ja, das ganze Teil. Das sieht aber so, es sieht aus wie ein extra Teil auf jeden Fall. Ja, ja. Könnte gut sein, dass das vielleicht geht. Aber dann müsste es ja auch gezeigt werden. Ja, vielleicht haben sie das jetzt mit reingepackt, hinten mit auch hier mit der Finne, dass das jetzt irgendwie... Da sieht man zum Beispiel, dass das Maul ja auch aufgeht scheinbar, ne? Ja. Aber man sieht nicht, dass die Augen hochgehen. Oder es ist wirklich nur das Maul. Obwohl da, das sieht schon wieder so aus. Ja. Obwohl, vielleicht. Mal gucken. Was denn? Links. Aber rechts, der sieht links, dem alten ähnlicher wie die neue Version von Ripstar, finde ich. Also, das ist schon. Ist schon, ich wollte mal einbestellen, damit mal weiß, wie das ist, wenn er in der Hand ist, weil ich die Boxart sehr cool finde und die Aufmachung. Also, ich bin, ganz ehrlich, habe ich dir ja schon privat gesagt, so ein bisschen, weiß ich nicht, so ein bisschen skeptischer gegenüber. Ich würde mir wahrscheinlich auch einen von den beiden mal zulegen, damit ich überhaupt mal einen generellen Vergleich habe. Ne? Ging ihn hoch? Was ging hoch? Ach, die Augen meint er wahrscheinlich, ne? Was ging hoch? Jack Frost schreibt gerade, ging hoch hier. Ach so, ja, die Schnauze, ne? Von Jab. Arm runter, Augen hoch. Ja, so wie bei der alten Version, aber das kann ja hier nicht sein, weil das ist ja auch mit den Gelenken und alles. Wo war ich jetzt? Hier ist der Arm runter. Ja. Bin ich jetzt blind oder was? Was suchst du? War's das? Ach da, ich habe die Oberdinger vergessen. Ich habe falsch geguckt. Was ja auch richtig abgeht bei denen. Genau, machen wir erstmal den. Mal so und einmal. Abgeht, finde ich ja, dass Uno. Was, Uno? Uno geht ja bei Mattel ab wie Schmidts Katze. Was die da alles. Oh, jetzt. Ja, gut, aber ich sehe schon Uno als Master. Ne? Ist ja klar. Wenn die jetzt auch andere Kategorien noch mit reinhauen, andere Franchises. Ah, 25 für ein Street Shark. Was hast du gesagt? Versand nochmal 10? Nee, warte mal. Das ist Dollar. Das ist ja, wenn du in den USA wohnst. Das ist noch Dollar. Für die Deutschen hat das Ding 29 Euro gekostet. Aber. Was ich sehr geil finde. Da bist du immer noch günstiger mit dran, als würdest du heutzutage anfangen, die Original-Street Sharks zu kaufen. Ne? Also. Ah. Das finde ich sehr. Da hatte ich echt Angst, dass Mattel das Action-Feature raustrennt. Und dann war ich so froh, das heißt froh, fand ich sehr geil, dass die das gezeigt ähnlich haben, wie das Ding. Das dreht sich wie früher auch, dass du das Rad hast und dann. You spin me right. Ich bin ja da immer so ein kleiner Nörgler. Ich mag ja die Action-Features der alten Vintage-Figuren viel lieber, dass die fast alle rausfliegen. Aber da finde ich das natürlich jetzt wieder genial. Ne? Ja, warum fliegt es raus? Wegen der Beweglichkeit. Und es ist billiger. Ja, weil die kein extra Tooling brauchen dafür. Ja, ja, klar. Aber ich denke auch mal, das hat man jetzt auf dem Bild nicht so ganz super gesehen. Ich meine, wenn man hinguckt, merkt man das.
dass es auch wieder ein Wackelbild ist. Mhm, stimmt. Ich würde jetzt das englische Wort sagen, translu diddlebub, lumi, lumi, dui, dui. Aber ich, ja, das weiß, könnte ich dir jetzt auch nicht sagen. Dann breche ich mir die Zunge. Ich finde es halt schade, dass sie daraus eine Deluxe-Figur gemacht haben. Ja, jetzt immer ehrlich, hätte man diese Wirbeldinger da noch extra gebraucht? Nicht unbedingt, aber auch diesen blöden. Das ist halt dieser Kompromiss, dass du eine Origins, also eine Vintage-Figur mit 2000X-Design kreuzt, weil dieser. Mhm. Der rote Kreis kommt aus der 2000X-Serie. Oder sogar aus der 2000X-Serie. Ich finde es halt cooler, wenn alles auf Karte wäre. Dann hast du halt einheitlich und schick. Und das war's. Ja, und jetzt hast du wieder diese komischen Boxen dazwischen, ne? Genau. Der Weichmacher sagt gerade, wäre eigentlich clever mit dem Mix und Match, da es Toyline-übergreifend wäre und man somit noch mehr Kunden anspricht. Funktioniert ja mit den WWF Superstars, Turtles of Grayskull, Masters of WWE und so weiter. Ja. Stimmt, aber ganz ehrlich, wer macht das? Ich kenn persönlich niemanden, der das Mix und Match wirklich auch benutzt. Nein. Okay, ich. Weil ich habe so viele Kleinteile und Einzelteile. Auch und auch machen, klar, aber ich habe das auch noch nie mit meinen Origins gemacht. Das, warum? Ja, wenn du übrig ich glaube, das ist eher, vielleicht ist das auch nicht mehr unser Thema. Wir sind zu alt dafür. Das ist eher vielleicht für die Kids gedacht. Aber es kaufen ja keine Kinder. Ja, das ist es ja. Wir kaufen sie ja nur. Ja, genau, Kinder dafür. Wo weiß denn der hier? Das hier. Du weißt ja, für den Fall, dass dann doch mal der kleine Neffe das irgendwie in die Hand kriegt, könnte das funktionieren. Ne? So. Okay, das Udo Harry Potter. Bild, das habe ich ehrlich gesagt noch nicht gesehen. Das sei Udo Star Trek. Trek. Udo Avatar. Star Trek, Leute. Disney Villains. Star Trek. Ich muss mir jetzt gestehen, das habe ich gekauft. Für Chris Star Trek. Das habe ich gehalten. Die Klappe, das fliegst du raus hier. Das habe ich gekauft, auch aufgrund der Motive. Das ich finde Motive sehr schön. Das Spiel ist mir total egal, weil Uno ist Uno. Aber, ja gut. Es sind ja die klassischen Postermotive. Ja, aber es ist cool. Das Geil ist ja, nicht so, dass ich die Poster nicht hätte, ne? Ja, aber jetzt hast du so als UNO-Karte. Ja. So hier. Da, ich verstehe dich. Merman, das Geil ist auch, dass er einmal von hinten nach vorne drauf. Ich wollte gerade sagen, er dreht dir erstmal den Rücken zu. Ach so. Da, Orko, das Poster, da, oh, die Grafik damals, habe ich nie verstanden. Was hat Skeletor auf einen Elefanten zu suchen und Himmel auf einen Löwen? Gibt's doch gar nicht auf Eternia. Ich bin ja nicht so hart drin in der ganzen Szene. Ne? Das sehe ich gerade das erste Mal tatsächlich. Es ist halt größer, das siehst du halt eine Savanne. Ein Löwen, okay. Eine Savanne, wo dann halt Himmel auf dem Löwen reitet und Skeletor auf dem Toreudor auch hier bei dem Blümchen reitet. Okay. Das war dann, ja gut, das ist natürlich kein Risk. Nächstes Mal, wenn ich hier im Stream bin, lerne ich noch was. Das freut mich. Wer sagt das? Ach du, ja. Ich sage das. Und nochmal das gleiche. Hier ist das Geld auf der Spinne, ne? Die, ne? Ja. Was ich sehr interessant finde, bei der Version sieht man jetzt auch, kann ich jetzt mit der Maus leider nicht zeigen, doch hier, da wo ich mir denke, da das Spielzeug hat ja eine Aufnahme für die Füße und die ist eigentlich schwarz. Hier auf dem Foto, auf dem Bild, ist die Aufnahme weiß. Okay. Siehst du das, dieses kleine beim ja, ich sehe es, wo der rote Punkt ist. Ich weiß auch, wo der rote ist. Ja. So Mechaneck mit Battlecat und Battle Armor He-Man. Was macht Mechaneck da unten? Man guckt aus dem Wasser. Ist auch super. Fright Zone, beziehungsweise das war ja immer so ein Poster, wo dann die Masters quasi in den Felsen hochklettern und dann kommt diese Schlange da raus, woraus quasi das Fright Zone Monster entstanden ist. Ja, hier haben wir ne? Snake Face. Wie heißt der nochmal? He-Man, genau, so heißt der. Ich habe die anderen beiden, ich bin gerade total Banane im Kopf. Bitte? Ant-Man? Clamp Champ ist da. Genau, Clamp Champ. Attack Track, nee, Blast Attack. Das war was anderes. Genau. So, hier nochmal Battle Cat, das gleiche. Evelyn, das ist ein sehr abstraktes Poster. Jens sagt gerade wegen Löwe und Elefant, vielleicht wegen Big Jim als Erinnerung. Hey, kann sein. Möglich. Bei Big Jim kenne ich mich gar nicht aus. Ich weiß nicht. Ich weiß ja nur, dass Battle Cat eigentlich Big Jim der Mold war, ne? Genau. Den gab es da ja, das weiß ich. Und, Zoa war der Adler von Big Jim. Ja, genau. Und die Peitsche von Beastman war ein Accessory von Big Jim, auch von Big Jim. Na, siehst du. Gibt zu viel. Aber hier,
NFL-Uno. Ja, gut, die Dinge, die werden weggehen wie nichts. Das ist klar. Weiß nicht. Chiefs, Patriots, da weißt du schon. Ja, der Rest ist auch so da. Ne? Aber nicht bei uns natürlich. Ne? Nicht bei uns. Und das ist so das Schlimmste, was, ich weiß nicht. Ich, keine Ahnung, wie es euch da draußen geht. Auch jetzt mal an den Chat. Persönlich, ich finde solche Drucke absolut richtig schlimm. Ich mag es nicht, wenn Shirts so kastenförmige Drucke haben, wo du genau siehst, das ist ein Poster. Mm-hmm. Das ist so bulletproof. Da geht nichts durch. Da schwitzt du nachher wie sonst was. Finde ich nicht gut. Ich mag das mit verschwindenden. So, hier hast du auch, deswegen ist auch der Wirbelwind hier. Ja. Cyclone Warning in Effect. Warning in Effect. Hm. Ja. Das Motiv selbst ist sehr cool. Das stimmt. Auch hier der Hordak. Hordak, sehr genial. Hordachse. Ein Hordachse. Das muss ich gerade mal gucken, wo ist jetzt das zweite Fenster hin? Hat er sich verpieselt? Da ist er doch. So wieder jetzt, zack. Ich guck mal in den Chat. Wäre doch cool, wenn zum Beispiel nochmal American Gladiators kommen und du die mit dem Masters zusammenbastelst. Die Idee fände ich allein übelst geil, sagt der Weichmacher. Die erste Figur davon gibt's doch schon. Von American Gladiators? Ja. Zeige ich dir, warte. Ach, jetzt hat es hier. Jetzt werden gleich alle sagen so. Ist gut. Kann ich irgendwo ein Bild haben, wo man nicht unbedingt auf Amazon gehen muss oder so oder irgendeinen Shop? Nein, ich gehe jetzt direkt zu Amazon. Also irgendwann werde ich auch noch fertig heute. Okay. So. Ich glaube, das habe ich sogar selber schon mal gesehen, ja. Das ist für mich echt, für mich ist das ein American Gladiator. Von den Farben her, die Hose ist sehr ähnlich. Aber es ist halt einer aus der Ruler of the Sun-Reihe, der Dublico. Aber im ersten Moment kannst du sagen, ey, das ist doch ein American Gladiator. Ein American Gladiator. Ja, dann würde das auch funktionieren. Aber hat Mattel die Lizenz noch an denen, weißt du das? Das weiß ich gar nicht. Die kam doch auch gar nicht von Mattel, die American Gladiator. Eben kurz, Street Sharks war auch nicht Mattel, meine ich, oder? Waren die Mattel? Also American Gladiator war es nicht. Street Sharks kann ich dir aus dem Kopf jetzt gar nicht sagen. Steht das? Aber ich glaube schon. Das kannst du hier mal eruieren. Nee. Streetwise Designs. 1995. Okay. Gut, kann sein, dass die von Mattel aufgekauft wurden. Ne? Ja gut, mittlerweile gibt es ja sowieso nur noch zwei Hersteller, Hasbro und Hasbro und Mattel. Mattel! So, jetzt gucken wir uns mal hier das Elefantchen an. Gibt es übrigens immer noch zu kaufen, was ich sehr interessant finde. Der ist cool. Der ist echt cool. Geil. Krass, jetzt wo du es sagst, kann das sein. Ich finde das so lustig. Kennt ihr das? Wenn man selber eine Sache assoziiert im Kopf und sagt, das ist so total logisch, wie kann man das nicht sehen? Und dann Leute sagen, ja, jetzt wo du es sagst, so ganz ehrlich, wie kann man das denn nicht sehen? Ich kann das, you never can unsee it. Nachdem. Ja, wenn du es einmal gesagt hast, kannst du es. Ja, genau. Okay. Und der Terror des Nerd hier, der ist auch schon echt gut gemacht. Jens wird jetzt ganz wild, jetzt will er Mask auch noch irgendwie mit. Mask-Tears. Ja, okay. Was mich da wieder stört, du hast so diesen komischen Wassereffekt. Da wäre es doch lustig gewesen, wenn er wirklich noch einen Original-Wassertank gehabt hätte. Ja, würde ich auch sagen. Ich aber welche von den Masterverse oder New Eternia-Figuren hat denn Action-Feature? Keine. Keine. Weil er ist schon, man kann es jetzt auch nicht so, er ist schon größer, ne? Das finde ich schon was Geiles, dass er so massiv oder massig ist. Ja, aber er ist tatsächlich nicht unglaublich größer. Ne? Nee. Also ich glaub, der Hordak-Trooper ist um einiges größer. Ja. Aber durch die Ohren und der Kopf ist halt massiger. Ja, das kommt halt ein bisschen geiler rüber, finde ich. Und was ich lustig finde, du siehst hier kein einziges Foto von hinten. Nee, stimmt. Du siehst so ein bisschen. Ich habe jetzt irgendwelchen Bild gesehen von hinten. Auf der Rückseite hat er so Drucktanks, drei verschiedene Drucktanks mit Ventil. Hey, guck mal, das zweite Bild, da siehst du es so leicht angedeutet, glaube ich. Unten. Da? Ja, nee, das siehst du aber nicht. Ja, du siehst es so ein bisschen halt, ne? Ja, was ich meine, sind halt drei Drucktankventile, die in verschiedenen Stellungen sind.
wo quasi, wo man merkt, aha, da wird der Wasserdruck, Spinnerei. Weil wenn es jetzt einer zuhört, dann ist es die Spinnen. Und hier hast du auch so eine kleine Karte, wo man dann ja, eben... ähnlich jetzt wie von Trooper, ne? Ah, oh, King Hiss, sehr schön. King Hiss. Lady Slither. Ja, den Namen kann ich mir nie merken von der. Ich sage immer zu der Lady Slytherin. Lazy Lady. Und dann sagen die Leute von Harry Potter, das ist doch Quatsch! Ich sag, prove me wrong. Ach ja, man kann auch einfach die Bilder nehmen. Ja. Ja, der ist schon nice. Was ich halt interessant finde, oder was, worauf ich jetzt mal gespannt bin, die Toy-Hersteller macht es mittlerweile so, dass sie die Grafiken so schön aufhübschen. Ja, guck mal, da zum Beispiel leuchten die Augen. Genau, das meine ich. Sind die Augen wirklich so, dass die auch leuchten, also nicht mit LEDs, sondern eben hier dieses Light-Tunnel-System? Oder ist es einfach nur so, ja, okay, haben sie halt ihren Photoshop-Skills mal gezeigt und gesagt, hey, super. Aber hier sieht es halt so aus. Oder sieht es nach durchsichtigem Plastik aus, ne? Ja. Aber das müsste ja dann eigentlich in der Beschreibung stehen. Light-Up-Feature oder so, aber ist nicht. Nee, Light-Up-Feature ist was anderes. Light-Up-Feature ist ja wirklich dann nur, wenn du elektrisches Licht drin hast. Also jemand drauf drückt. Ja, das meine ich ja. Das könnte ja trotzdem sein, ne? Aber Light-Pipe-Feature wird es auch nicht sein, das glaube ich nicht. Siehst du? Ah, okay. Okay, ja. War also doch Mattel gebrandet. Und dann war das wahrscheinlich so eine Untergruppe da, was ich gerade gesagt habe. Die, was war das? Streetwise Designs? Ja. Dann gehört das denen so oder so. Okay, wahrscheinlich genau wie bei den Masters of Universe of Classics gab es ja die Four Horsemen Studios oder Four Horsemen, die ganzen Designs. Die haben die ja gesculptet. Ne? Also, ja, genau. Und das war aber auch Mattel-Brand. Ja. Ja, schick. Haben wir das jetzt auch durch. Aber der hat ja leider auch das Komplett-Box-Art, ne? Also. Ja, das sind die neuen. Oder die Deluxe-Version. Wobei, das sind die Mattel Creations Deluxe-Sachen, ja. Die Evelyn hat das ja auch. Mein Problem ist, ich sammle keine Verpackung. Dann gib die mir. Ist viel zu schade, ne? Ja. Ich will jetzt nichts Böses sagen, aber wenn ich das Bild so links oben sehe, das erinnert mich so stark an Hasbro Transformers Studio Series, diese Backdrops da aus Pappe, wo du den Kram. Ich gar nicht geil. Genau. Richtig, ja, sicher auch. Nicht. Die landen grundsätzlich bei mir auch nicht in der Sammlung. Aber die machen hier zumindest bessere Artworks drauf. Ja, das stimmt. Obwohl, was hat Snouts baut jetzt mit King Hiss zu tun? Na ja, gut, das ist ein Tempel. Ja, aber vielleicht ist er ja irgendwo in dem Comic in einem Tempel, wo die Schlangenmenschen gerade schlüpfen oder what. Ever, weil du siehst ja auch hier, da ist eine Schlange drauf, hier ist ein toter Iltis, keine Ahnung. Ein toter Iltis. Ich weiß nicht. Nee, ist auch eine Schlange. Und da sind überall Schlangen drauf an der Seite und oben. Deswegen, wir werden nicht auch. Ach, da sind keine Comics dabei. Ich Quatschkopf, das ist ja nur bei Augen. Leider nicht, schade. Leider nein, leider gar nicht. Ja. Egal, er sieht cool aus. Aber kommen wir zum nächsten Punkt, Mattel. Mattel kann das ja wirklich sehr gut, seine Fans zu verärgern. Da ist Mattel ja ganz groß drin. Also wenn Mattel eins kann, dann ist es Leute auf den Schlips treten. Vor allem die eigene Community, wenn die mal was kaufen will und so. Ganz ehrlich, alleine als Rockhorn, Entschuldigung, das ist also, ich will nicht in den Vordergrund stellen, so. Alleine als Rockhorn online ging, oder nee, sollte ja online gehen an den Mittwoch, wo dann stand, nicht versendet nach. Deutschland, da gab es nämlich einen Aufschrei, bis der Arzt kommt. Und dann hat Mattel gesagt, ein paar Stunden vorher, nee, wir verschieben das, da haben wir Probleme mit dem Server, tut uns leid, tschüssi. Verlieben sollen wir um 3 Tage oder 4 Tage. Ja, und dann stand das da immer noch, alle natürlich Panik geschoben, wie sonst was. Ich kriege die Figur nicht. Und dann habe ich gesagt, so, Leute, bleibt mal locker, das kommt noch. Die können sich gar nicht leisten, dass sie Deutschland nicht mit reinnehmen, weil Deutschland ist der größte Markt außerhalb der USA für Mattel. Und wie war es dann? Zack, konntest bestellen. Deutschland war als einziges europäische Land gelistet oder auf einfach eins der wenigen? Ich glaube, das einzig deutschsprachige Land auf jeden Fall. Eingepatcht, dass du das durftest. Ne? Genau, das einzig deutschsprachige Land. Aber es stand, glaube ich, die ganze Zeit nicht wirklich in der Beschreibung. Ne? Nur bei der Bestellung konntest du das anwählen. Ne? Doch, es stand in der Beschreibung, stand dann unten drunter, da gibt es so einen kleinen Satz. This item ships to US, Kanada, Germany, bla bla. Okay. Und die Schweiz und die Österreicher, tut mir echt leid, die müssen in die Röhre gucken. Verstehe ich auch nicht. Da kann es ja nur um
zolltechnische Probleme gehen, dass irgendwie einer vergessen hat, eine Unterschrift zu leisten oder gesagt hat, nein, das ist Kriegsspielzeug, das kommt hier nicht rein. Das gerade in Österreich würden die sich darüber aufregen. Ja. Das wäre ja bei uns so. Wie kann man denn seine potenziellen Kunden so vor den Kopf treten? Ja, der Weichmacher sagt, ja, aber die Leute müssen mal ruhig bleiben, man konnte den doch bestellen. Trotzdem. Ja, richtig, das ist richtig. Das ist tatsächlich wirklich passiert, dass dann die Leute in die Röhre geguckt haben. Ich kann es auch verstehen, wenn man sich darüber aufregt. Aber jetzt stell dir mal vor, du bist Österreicher. Ja, oder bist Schweizer und dann willst du ein paar Masters sammeln, hast alle Figuren gekriegt und dann steht da, ja, nö, kriegst du nicht. Musst du bei eBay gucken, was die Figur jetzt kostet. Ich meine, Rockon ging teilweise weg für 150 Euro bei eBay. Ja, das ist Wahnsinn. Das ist schon richtig krank. Ich sag's immer wieder, die Sculptor sind das der Tod unserer Sammelleidenschaft. Ach, da fällt mir ein, ich muss noch meine Figuren bei eBay reinstellen. Und die gleiche Geschichte jetzt auch bei Cyclone. Schweiz, Österreich, gibt's nicht. Aus. Ja, nein, nein, nein. Aber die Deutschen haben es wieder gekriegt. Was mir natürlich zusagt. Ich finde es ja gut, weil, ne? Obviously. Ja. Ich packe jetzt mal weg. So, ihr habt das jetzt gesehen. Ich packe jetzt mal weg. Juhu, ich habe Osterhasenohren. Das ganze Thema halt mit den Store-Exclusive-Sachen, dass du nur noch über Creations bestellen kannst und alles, das bin ich auch überhaupt kein Fan von. Weiß ich nicht. Ladegeil. Ob sie da so viel mehr Umsatz machen oder ob sie wirklich ihr Kontingent an Figuren so schrumpfen mittlerweile, dass sie es dann auch nicht mehr verschiffen müssen. Ich weiß es nicht, ob das alles so gut ist. Obwohl, ich habe ja nur noch keine Ahnung, vielleicht hast du da mehr mal was gehört, wie der Umsatz generell einfach so im Handel ist in Deutschland. Weil die stehen ja, an jeder Ecke sind sie ja, werden reduziert und gehen einfach irgendwie gefühlt nicht weg. Auch ja, Master das Problem World, ist aber hausgemacht. Das ist ganz einfach, das sind halt wir selber, die das Problem machen, oder viele. Weil es gibt genug Leute, das ist diese Mentalität, ich muss es zuerst haben, ich will ein Foto bei Instagram hochladen, ich will ein Foto bei Facebook hochladen, ich will der Erste sein, der diese Figur hat. Was passiert? Alle bestellen, wie bescheuert in Amerika, dass die Pre-Order... Ja, importieren, Day One, damit sie es gleich zeigen können. Genau, richtig. Was ich in Deutschland bleiben dann das liegen, ne? Kann ich nicht. Ich meine, ja, okay, ich brauche das nicht mehr, also will ich auch nicht, warum auch. Ich bin froh, welche Figur kriege zu vernünftigen Preis. Ich habe keinen Bock, dann nochmal 30 Euro extra zu zahlen für Versand und dann noch Zollgebühren. Ich mache das auch nicht mehr. Also, und wenn ich Bock auf die Figur habe, dann bestelle ich sie mir in aller Ruhe. Oder ich gucke... Ne? Aber das hast du jetzt das Problem. Halt, was ich gemerkt habe, ist, dass ich auch wirklich nur noch online bestelle. Ich gehe kaum noch irgendwo mal in einen Smith Toys oder was weiß ich und kaufe die direkt da. Das ist vielleicht auch nochmal so ein Problem. Online bestellt fast jeder heutzutage. Ja gut, kannst du. Ich würde sie mir, wie du sagst, niemals mehr aus Amerika importieren. Das ist einfach viel zu teuer. Das habe ich damals, zur Turtles-Zeit habe ich das gemacht, Chris. Da haben die Turtles 12 Euro gekostet, aber ich habe pro Figur 25 Euro Versand bezahlt. Nur damit ich sie zeigen konnte als Erster. Nie wieder. Ja. Aber ich, ne, stand über mein Haupt, ich war auch mal so einer. Ja, aber das ist ja, das hat jeder irgendwann mal gemacht, denke ich mal. Aber die Geschichte ist ja dann, du hast die meisten oder viele, nicht die meisten, ich habe mich ja daraus, viele davon kaufen das Ding in Amerika, dann kommt es hier an, dann haben die alle die Figur, haben keinen Bock mehr darauf, weil sie sie haben und dann kommt es erst nach Deutschland in die Läden und dann stehen sie da, weil keiner sie mehr will, weil sie alle fast schon alle haben. Ja. Und dann geht das bloß mit den Verramschen. Ich meine, Snake Mountain, alle haben sie gefeiert, wie das, Snake Mountain kommt, 129 Euro Einführungspreis. Drei Wochen später 99 Euro. Und dann nach zwei Monaten, kurz nach Weihnachten, 49 Euro. Ja. Von 130 Euro. Ja, war mit Castle Grayskull ja genauso, ne? Tila 3 Euro, Evelyn 4 Euro, Masterverse Skeletor 6 Euro, Masterverse He-Man 6 Euro und so weiter und so weiter. Das Einzige, was ich jetzt gut finde, manchmal haben ja manche Drogeriemärkte, zum Beispiel, also was heißt manche, Rossmann zum Beispiel, ist ja, ja auch Rossmann. So ein Anlaufstelle für Masterverse-Figuren. Oder Quatsch, für Origins-Figuren. Ja. Und die hatten ja jetzt gerade jetzt die Woche, letzte Woche hatten sie ja auch so Aktionen. Da kosten die Figuren 15,99. Ja, das ist ein Preis, wo ich sage, ey, das ist okay. Das ist okay. Der Preis, der ja überall ist. Bei Smith Toys, ich war bei Rossmann. Mach den Cartoon hier, ne? Und? Der kostet bei Smith Toys 21,99 Euro. 21 ja. Euro. Und was hast du jetzt bezahlt? 15,99 Euro pro Stück. Ja, geil. Super. Und dann muss man mal erklären, hä? Wieso? Kann Rossmann sich das leisten? Gut, Rossmann hat eine kleine Menge, die haben jetzt nicht so viel davon. Aber das ist doch schon ein Unterschied. Gerade wenn man nicht so viel davon hat, muss doch der Preis höher sein als... Ja. Oder... Ja. Ist richtig, ich meine, kommt ja uns nur zugute. Ja.
bei Ross. Ach ja, und ich hab noch einen Mörmer gekauft. So, warte, sieht man das jetzt hier irgendwo? Jens sagt, ich muss auch nicht unbedingt als Erster die Figuren haben. Hauptsache, ich bekomme sie irgendwie wann. Das finde ich wichtig, dass Suchen und Stöbern mit anderen Leuten in Kontakt kommt und so weiter. Ja, okay. Ja, ich verstehe es auch. Vor allem, solange du nicht irgendwie dafür eine Figur 80 Euro bezahlen musst. Vor allem für so eine Origins-Figur oder sowas. Das finde ich... Genau. Ach, guck mal, wenn du die Rossmann-App hast, kriegst du nochmal 10% da drauf. Ja, gut, habe ich jetzt nicht benutzt oder habe ich auch gar nicht. Aber ich fand es trotzdem cool, weil ich einmal den He-Man haben wollte zum Auspacken und weil ich den gar nicht mal so schlecht finde. Und ich finde es halt cool, ich meine, ich muss die Serie nicht unbedingt sammeln. Ich mag das Kartendesign sehr, ich mag das, dieses Doppel-Logo, ich finde das Logo halt cool. Das ist ein richtig geiles Logo, finde ich richtig schön. Sehr gut. Und die Grayscale im Hintergrund finde ich auch richtig geil gemacht. Und was ich sehr gut finde bei diesen Figuren, dass du bei jeder Figur ein Filmation-Knot hast. Also bei He-Man ist das zweite kleine Schwert dabei. Bei Beastman ist es, was ist denn das da drin? Was ist denn da drin? Ah, dieser Schrunk. Der Strahler, ne? Genau, der Strahler, mit dem man die Eier quasi transportiert, dieser Transportstrahler. Ja, genau. Das siehst du auch immer bei den Artworks hier. Ja, bei Man at Arms ist es zum Beispiel der, was hatte der? Der Eisstrahler oder so? Mhm. Muss ich mal gucken. Und Skeletor hat die Masken der Macht dabei. Das ist cool. Die Masken der Macht, also irgendwelche Masken auf jeden Fall. Sehr cool. So, ich habe jetzt gerade mal bei Cyclone geschaut, ob da drauf steht, wo die alles hinschippen, aber der ist ausverkauft, deswegen steht nichts mehr. Tja. Aber dann muss das doch bei den anderen draufstehen, oder bin ich jetzt Banane? Letztens hat mir jemand erzählt, dass wenn du im Vorverkauf, da steht es auch nicht mehr drauf, im Vorverkauf, also jetzt Pre-Order macht, dann kannst du sie nicht bestellen in manchen Ländern, aber wenn sie dann drin sind, Dann kannst du sie bestellen. Okay. Wenn sie dann noch kommen. Also jetzt bei Sold Out werden sie nicht mehr kommen. Aber es ist auch so Banane, oder? Du machst hier eine Käuferschaft. Ist ja nicht so, dass die Leute dir das Geld nicht geben wollen. Die würden dich ja totwerfen mit dem Geldbündel. Aber die können es nicht. Ja, aber ich verstehe es nicht. Ich verstehe es einfach nicht. Ey. Auch die Geschichte, auch krank, was ich gerade gelesen habe mit Eternia. Mal abgesehen davon, ich meine ganz ehrlich, in Amerika kostet das Ding $500, $550 plus Versand, also $650 oder so. In Deutschland gab es ja manche Menschen, ich würde das nicht sagen, dass sie bekloppt sind, weil ich es ja irgendwo verstehe, Sammler halt. Ich habe es nicht gekauft, weil ich das Material für den Preis absolut nicht, ne. 1000 Euro, 990 Euro für das Ding. Und dann kommt das in einem desolaten, teilweise echt desolaten Zustand bei den Leuten. Ja, das habe ich auch schon gesehen. Die sind durchgestochen, gebrochen. Also eingerissen. Ne? Ja. Ei, das ist doch nicht mehr witzig. Dafür bezahlst du dann einen Tausender oder sowas. 1000 Euro, das zahlen manche. Viele zahlen davon eine Miete im Monat, mehr sogar. Hast das Geld über dann? Ja, verstehe ich es schon, aber ich würde es nicht machen. Das ist das musst du machen. Also klar, ich bin genauso bescheuert. Guck mal hier, ich habe genauso viel Scheiße. Ich habe noch anderen Scheiß. Aber wenn du es mal überlegst, 1000 Euro. Du hast das eine Monatsmiete, das ist einen Monat lang Essen kaufen, also das ist quasi einen Monat überleben. Ja. Es ist schon krass, es ist schon heftig. Ist schon krass, es ist natürlich aber auch geil, wenn du das Ding hast, aber 1000 Euro ist schon... Ganz, ich sag nichts. Statuen oder sowas ist genau das gleiche Thema. Ne? Aber wenn ich die 1000 Euro hätte, würde ich lieber mir zwei... muss ich gerade erzählen, sorry, ganz. Ich war heute ja wie bei Small Tiny Toy Store zu Besuch und der hatte von 3-0 hatte der den... Nicht den Optimus Prime, sondern den Optimus Prime. Die DLX-Version? Ja, ja. Alter, sind die geil. Boah, sind die geil gemacht. Ja, ja. Und vor allem, ich habe ja nur mal das Knie gebogen. Du siehst ja keine Gelenke, das geht ja alles mit und dann verschieben sich die Teile. Hammerhart! Und dafür 900 Euro. Ich meine, das ist auch eine Menge Kohle, aber da würde ich drei Stück von... Ja, aber die sind auch qualitativ einfach der Wahnsinn. Ja, die sind richtig krass. Ich hatte auch damals den Bumblebee hier, Optimus Soundwave, einer der geilsten DLX-Figuren damals von 3-0. Einfach toll. Die sind echt grandios. Die machen auch was her. Oh, warte. Kevin, für dich muss ich das nochmal aufsetzen. Da musst du nochmal die Öhrchen zeigen. Legende. Links, rechts, links, rechts, links, rechts, links, rechts, links, rechts. So, das war's. Spaß mit Chris. Ich finde auch einfach den Mehraufschlag für den europäischen Markt krass im Vergleich zum US-Markt und dann kommen die immer noch nicht heile an. Ja. Ich weiß noch, die Snake Mountain von Super 7, als die verschickt wurde. Die war, also klar, die Box, dann war in der Box waren halt so Kantenschutzdinger an vier Seiten, so längliche. Kennt man ja Kantenschutz, diese
Pappen, sehr starke Pappe, die an allen vier Seiten dran war, an den Ecken. Dann an den Ecken oben waren dann so diese Kappen, ne? Diese Plastik- ja, genau, die Plastikkappen oben und unten. Dann war ein Karton drumherum, dann waren nochmal die ganzen Ecken nochmal und dann war es zu. Und das Ding hat nichts gehabt, weil auch die Pappe von dem Auskarton so dick war. Und die Pappe von Mattels Versandkartons ist ungefähr das Doppelte von der hier. Ja, das ist, der Schipper ist aus Papier gefühlt. Ja. Ist ja klar, ne? Wenn da was rankommt, dann ist auch gleich der Karton unten im Arsch. Ne? Auch die neue Art von Versendungsmöglichkeit, oder was Mattel mittlerweile macht, jetzt dieser Skeletor mit dem kleinen, wie hieß das denn, dieses kleine Glow-in-the-Dark-Skelett, was dabei ist, mit dem verschiedenen Gesichtern von Skeletor, dieses Exclusive. Das ist ja so, du kriegst den Karton mittlerweile nur noch, wo dein Label drauf ist, das war's. Ne. Ja, sparen, wo sie können. Ja, ja. Sparen am falschen Ende, sag ich nur. Ach, guck mal. Schönen guten Tag, Ina. Schön, dass du da warst. Da warst. Da bist. Oh Gott. Sprachfehler.de. Jetzt in ihrem Handel. So, Dille. Ich guck mal jetzt. Shri Ciro Transformersis. Weil das Ding hat mich richtig vom Stuhl gekippt. Ultramagnus ist es nicht. Wie heißt der denn? Doch, Ultramagnus ist das gewesen. Ultramagnus gab es noch nicht von DLX. Bitte? Den gab es, meine ich, noch nicht. Doch, Bumblebee DLX. Den habe ich in der Hand gehabt. Bumblebee, ja, ja. Du hast aber gerade Ultramagnus gesagt. Ultramagnus aus dem Film Bumblebee. Also, läuft unter Bumblebee. Warte, zeige ich dir. Aus dem Bumblebee-Film. Zeige ich dir. Warte. Kein Stress. Wir sind ja alle... Carlito fragt, wo ist dein Eternia? Oder Live-Unboxing? Mach scharf. Fokus. Hallo. Wird nicht scharf. Da. Jetzt. Ja, okay. Ja, ja. Und der ist ja, die sind grandios. Nicht nur die kleinen, ich hatte auch damals die großen, ne? Die von 3-Zero, die waren auch wahnsinnig. Wirklich sehr, sehr toll. Einzig die Base finde ich immer so ein bisschen gut. Man sieht ja hier auch den Preis, ne? Ja, aber ich bin ehrlich zu dir, das sind die auch wert. Die haben so viele geile Bewegungspunkte, so tolle Details. Ja, also ich bin froh, dass ich dass ich kein Geld dafür habe. Aber Gott sei Dank gab es die früher noch nicht. Sonst hätte ich damit angefangen, weil die sehen richtig stark aus. Ja, aber den einen oder anderen habe ich auch gedacht, behältst du ihn nicht. Aber wie gesagt, Soundwave. Soundwave hat mich damals auch umgehauen. Echt, genau. Hast du den behalten oder hast du den weggegeben? Nein. Leider nicht. Jetzt kriegst du nicht mehr. Das Einzige, was mich gestört hatte, wenn du Soundwave halt geöffnet hast, die haben tatsächlich das Innenleben, haben sie einfach Pappe gemacht. Pappe? Also bei einer Figur von 330, 340 Euro war innen drin das aus Pappe einfach. Wie das aus Pappe? Was? Ja, wenn du den aufmachst, so das Innenleben dargestellt, ne, war nicht gesculptet oder so, das war einfach so reingeklebt Pappe. Das fand ich ein bisschen krass. Der Kassettenrekorder oder was? Die Kassette reinkommt, ja. Da war Pappe drin. Okay, krass. Ja, das fand ich ein bisschen heftig für den Preis. Aber ansonsten sind die super. Ist das jetzt euer Ernst? Ihr unterhaltet euch im Internet-Chat, dass du jetzt ins Schlafzimmer kommst. Ihr seid in der gleichen Bude, Alter. Ist auch gut. Geil. Ja, wir bringen Menschen zusammen. Hallo. Dating bei YouTube. Obwohl, die wohnen ja, das sind ja, ist ein Paar, also von da ist. Die wohnen ja zusammen. Oh nee, das war jetzt die falsche Seite. Die Seite wollte ich haben. Zack. Pupidupiu. Ja, so, zum Thema, wo meine Eternia ist. Ich habe keine Eternia, ich habe die nicht bestellt. Obwohl, das ist eine Lüge, ich habe eine bestellt, allerdings im Auftrag von jemandem, der das auch bezahlt hat. Ich gebe doch keine 1000 Euro für so einen Plastikkram. Ja, darf ich nicht so laut sagen, ne? Ich habe anderen Plastikkram, der zu teuer ist. Ja. Aber der ist eventuell ein bisschen hochwertiger. Das stimmt. Hi, Sabine. Ah, Sabine, grüß dich. So, und das mache ich jetzt, das jetzt extra für Schnecke, weil da wir vorhin drüber geredet haben. Worüber haben wir geredet? Ich kann mich nicht. Ach ja, genau. Die Joy Toy Warhammer 40k. Oh, da Sabine jetzt gerade da ist, kann ich ja Sabine das zeigen. Das wird sie Sabine wahrscheinlich freuen. Sabine ist ja auch so eine. Sabine hat zwei Sachen. Einmal findet sie Turtles geil und Warhammer Salamander. Warhammer Salamander klingt wie so ein kleiner Iltis, der nicht so ein kleiner Vieh, das durch die Gegend rutscht.
So. Ja, der Vogel ist wieder voll für den Apple. Ja, ich weiß. Und das hier, ja, das hier. Ja, ja. Da. Die Salamander. Ein Salamanderkrieger. Von Joytoy. Kommt übrigens bald bei mir in den Reviews. Ich habe ein paar von diesen geilen Figuren bekommen. Sehr cool. Vielen Dank an Small Tiny Toy Store an dieser Stelle nochmal. Ich muss mich wieder klein machen. So. Ach ja. Aber auf jeden Fall perverse Figuren. Richtig kranker Teil. Ja, ich kenne sie tatsächlich nicht. Ich habe sie nur im vorhin Offscreen gesehen, hast mir gezeigt. Also ist schon krass. Aber der Preis ist natürlich auch ein bisschen saftig, ne? Oh, er hat jetzt gerade ein paar runtergesetzt bei Small Tiny Toy Store. Die waren normalerweise zwischen, was ist hier, 40, also 35 Euro ist der günstigste gewesen. Und der teuerste ist bis jetzt, ich habe dich vorhin angelogen übrigens. Nee, warte, wo ist denn der, den ich habe? Ist ja gar nicht mit dabei. 60. Und hast du irgendwas mit 80 gesagt? Ja, genau. Aber der ist jetzt auch nicht mehr hier dabei. Gut, ich habe natürlich auch keine Ahnung, wie die Qualität ist. Na, also. Ja, aber mal ganz abgesehen davon, die Qualität ist, finde ich gut, aber du hast ja auch die Größe gesehen. Ja, ich meine, die Größe, allein die Details, das sieht schon wirklich sehr stark aus. Und das Zubehör natürlich auch noch. Ne? Ich meine, das ist jetzt eine Deluxe, also das ist eine größere Variante. Du hast ja einmal, das ist so standardmäßig, wäre jetzt hier der Black Templar. Das ist eine Standardpackung und der ist halt ein bisschen größer als der so. Der ist halt ein bisschen größer. Ja, und der liegt dann wohl bei 60, denke ich mal, weil ich habe hier nur zwei Preise. Ah ne, Entschuldigung, 70 Euro ist noch teurer, ist auch nur bei 70 Euro. Und jetzt, wenn man sich dann die Größe anschaut, es ist halt Warhammer, ne? Games Workshop, die haben ja so eine Klatsche. Aber das ist die Größe der Figur. Du kannst da richtig viel mitmachen. Also das Ding ist richtig krass. Und das Zubehör, die Sculpting ist so geil. Ich bin sehr begeistert von den Figuren, auch wenn die so teuer sind. Aber ihr werdet davon, wie gesagt, in meinen Videos, die ich ja jetzt offiziell oder offenbar mit 4K mache, neuerdings, hast du euch gesehen, ich mache jetzt nur noch Videos in 4K. Schön, willkommen im Zeitalter des 4K. Ja, ich habe mir, geleistet? Ich habe ein Weihnachtsgeschenk und Geburtstagsgeschenk und ein bisschen Selbstanteil reingesteckt und habe eine neue Kamera gekauft. Sehr schön. Ja. Das hat dann gleich eine ganz andere Quali. Aber der Preis halt, ne? Ja, oh Gott, ich hatte noch nie so ein tolles Gerät. Echt nicht. Aber muss halt, ne? Irgendwie, man ist ja ein Hobby. Macht ja Spaß und man hat Freude dran. Ja. Und warum sollen die Leute warum sollen die Leuten die Augen wehtun? So. Christian schreibt gerade, er hat sich die Biker Mice from Mars vorbestellt. Die gab es von Super 7, glaube ich, ne? Ja, die werden ja auch neu aufgelegt. So, ich muss so machen. Das Problem ist, es gibt so viel cooles Zeug. Das sage ich ja jedes Mal. Und das wissen wir ja leider alle auch. Es gibt leider echt zu viel cooles Zeug. Gemein. Kann man sich auch nicht mehr alles so erlauben. Ich trinke jetzt auch mal, aber dann muss ich das, glaube ich, zumachen. Aber ich glaube, jeder weiß, was ich hier... Was ist denn das, Jalko? Ach so. Badabababa. Meinst du, das ist so, muss ich auch mal, das ist, hat nichts damit zu tun mit den Figuren und so weiter. Disneyland kennt man ja, so hat man von gehört, ne? Oder kennst du nicht? Nein? Was? Disneyland? Was mit Disneyland? Jetzt kennst du Disneyland? Weißt du, was es ist? Was? Disneyland, Mann! Ja, natürlich, das weiß doch jeder. Ja, deswegen frage ich ja. Ich bin gerade ein bisschen verfeilt, alles cool. Erzähl weiter. In Disneyland kannst du ja auch Getränke kaufen, wie in jedem Freizeitpark auch. Und es war eine ganze Zeit lang so, dass du da Cola in so Papp- und Plastikbechern kriegst. Kommt jetzt aufs Disneyland drauf an, wenn wir über alkoholische Getränke reden wahrscheinlich? Nee, da kriegst du keine alkoholischen Getränke, außer Wein, weil es in Frankreich ist. Die haben gesagt, wenn es da keinen Wein gibt, dürfst du auch kein Land machen. Aber ich rede von Softdrinks. Hm. So, das ist ja nicht das Thema. Thema ist, du kriegst es ja in Wegwerfsachen, also Papierbecher, die du weg. Ja, ja. So, der Preis ist gleich geblieben. Kostet immer noch 4 oder 5 Euro so ein Becher 0,5, was abartig teuer ist, aber es ist halt ein Freizeitpark. So, und seit neuestem, also letztes Jahr war es jedenfalls so, gab es diese Becher. Okay. Also dieses, das sind diese, ne, kennt man ja, diese Plastikbecher.
Ja, das und bei jedem Mal, wenn du das zu trinken gekauft hast, hast du so einen neuen Becher gekriegt. Und wie viele hast du schon? 6. Siehst du. Aber das ist vielleicht auch, kannst du die weiterverwenden, was ich geil finde. Die kosten nichts und für Disney-Fans hast du dann noch dieses 30 Jahre Disney-Gedöns hier drauf. Allerdings, das ist cool. Jetzt verstehe ich. Ja, das war eine kurze Explosion ins. Bitte? Jetzt kann ich dir wieder folgen, sage ich. Sehr schön. Willkommen auf der gleichen. Naja, Quatsch. Ja. So. Letzte Träume, die ich noch gespielt habe. Ich trinke Bier. Bäh, Bier, ekelhaft. Nichts gegen dich, aber ich kann Bier nicht. Nee. Darf ich auch nicht. Ich darf es nicht. Achso, Biker Mice from Mars war wahrscheinlich die letzte Träume, ne? Mit der er gespielt hat. Also die hier bei der Ratschen schreibt mehr als 2000 Euro, die Cam. Nein, Gott sei Dank nicht. Aber das ist schon. Das wäre dann wirklich die Oberklasse wahrscheinlich. Also ich habe sie günstiger bekommen, als sie normalerweise gekostet hat. Es ist mittlerweile so, ich habe jetzt endlich mal eine, wo man auch die Objektive austauschen kann. Ach, hattest du noch gar nicht sonst? Okay. Nee, ich hatte einmal, meine erste Kamera war eine Systemkamera. Die von Panasonic Lumix FZ70 oder so. Dann die aktuelle, oder die mit denen ich die ganzen Videos gemacht habe, jetzt war die hier, die kleine. Ich meine, sieht total pimmelig aus, ne, das kleine Ding. Die Sony VZ1. Ja, ist das so ähnlich wie meine. Ist halt für Produktvideos. Ja, deine ist schon größer, deine kann schon ein bisschen mehr. Austauschen und alles, ne? Ja, genau. Und jetzt habe ich die Sony Alpha 6700, also das neue Flaggschiff quasi, das rausgekommen ist. Das neue Flaggschiff, siehst du, ich habe die 6100. Also 100? Da kannst du nichts mit falsch machen, mega genial. Nee, die wurde mir auch empfohlen, die hat auch 3-Achsen-Stabilisator und drin und hast du nicht gesehen und düdelöd und da ist eine U-Bahn-Station mit drin, eigener Internet-Server hast du mit drin und eine McDonalds-Filiale, das hast du auch noch mit drin, wenn du richtig abbiegst, das ist alles mit drin. Ich kann zwar nicht alles... Den hast du richtig investiert, würde ich mal sagen. Auf jeden Fall sehr geil. Normalerweise hast du ja, Christian, ich habe ja mal geguckt am Anfang, als ich gar keine Ahnung hatte, da kostet der Body, alleine nur das Body, ohne Ding, kostet 1600 Euro. Ist ja, was soll ich denn damit machen? Da kann ich ja nichts mehr machen, da ist ja nichts dabei. Der Body ist meist das günstigste an einer Kamera, wenn du erstmal mit Objektiven anfängst, fängst du an zu weinen. Das Objektiv kostet ja dann, in dem Fall ist es ein 16-55er und das kostet, glaube ich, gerade 380 Euro. Das war dabei. Ja, das ist gut. Und ich habe nur 1500 bezahlt. Da hast du sogar einen Schnapper gemacht. Ja, das war recht günstig. War so eine Amazon-Aktion. Ich kaufe nicht gerne bei Amazon, aber bei sowas, ob ich jetzt 2000 Euro hier im Laden kaufe oder bei Amazon 500 Euro spare, das ist dann schon ein bisschen... Ja. Also bei 10 Euro mache ich, ist mir das egal nicht, aber ne, ist okay, dann unterstütze ich lieber die Händler vor Ort, aber wenn der Händler so weit weg vom Schuss ist, da ne. So, egal. Zurück. The Naked Company sind die Biker Mice from Mars. Achso, ich dachte, das war von Super 7. Wie heißen die? Nacelle? Nee, Super 7 hat jetzt die Lizenz halt. Ja, ja, klar. Ja. Ich liebe Eugel mit dem Blade von Damn Toys. Okay. Damn Toys, auch nicht schlecht. Habe ich davon auch gesehen. Wo war denn hier die Damn Toys-Geschichte? War da oben, ne? Wir lieben doch Plastik, ja. Aber es gibt ja Plastik und es gibt Plastik. Richtig. Ich sage lieber Kunststoff, das klingt nicht so billig wie Plastik. Plastik ist für mich ja dieses Joghurtbecher-Zeug. Das ist richtiges Plastik. Kennst du die Feuerwache nicht, das Haus von den Filmation Ghostbusters? Also du meinst jetzt generell von Optik her? Ja, ja, genau. Ja, 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 klar. Das gibt es auch als Spielzeug. Okay. Und das ist wirklich Joghurt-Plastik. Also Joghurt-Plastik. Ganz dünnes, wobbeliges Playset. Ja, ja, richtig. Aber das ist scheiße teuer. Das kostet 2000 Euro. Pff, Wahnsinn. Krass. Da bist du mit deiner Kamera. Mir so mit Zahlen durch die Gegend werfen, das ist schon übel. Das ist nur Spielzeug. Kunststoff klingt edel, sagt Jens. Ja, das stimmt. Kunststoff. Polymere Verbindungen, kann man ja auch sagen. Oh, jetzt kommt ja Herr Professor mit. So, Kinder, haben wir noch was oder habt ihr Fragen? Dann knallt die jetzt gerne in den Chat. Ich glaube, das mit dem Mattel haben wir jetzt oder was sind denn eure Erfahrungen mit Mattel? Habt ihr gute Erfahrungen gemacht oder habt ihr auch sehr nicht schöne gemacht? Ich muss sagen, ich bin mit Mattel bis jetzt immer zufrieden gewesen. Also
Also wenn ich mit denen jetzt interagiert habe. Denn ich habe tatsächlich noch nie bei Mattel selbst was bestellt. Daher kann ich da leider nichts zu sagen. Hast du mal über Drittanbieter dann gekauft? Ja, ja. Oder halt, wenn es was Mistors ist, etc. Also sonst mitbestellen lassen. Ich habe aber, wenn ich ehrlich bin, noch nie großartig mir ein Exclusive oder sowas geholt. Habe ich nicht. Ja, mittlerweile ist ja so, die Exclusive-Figuren, die du da kriegst, wobei ich ja davon ausgehe, dass Mattel mittlerweile, haben sie ja angekündigt, letztes Jahr schon, dass sie die Vertriebswege nur noch über die Website machen werden. Ja, ja. Dass jetzt immer mehr oder fast alle Figuren, die jetzt rauskommen, nur noch ausschließlich über Mattel Creations rauskommen. Ja, und dann bleibt mir wahrscheinlich auch nichts anderes mehr übrig, wenn ich mal Bock auf eine Figur habe. Dann kann ich berichten. Vor allem das Witzigste ist ja, früher, war vor, weiß ich nicht, 10, 9 Jahren oder so, da war ich ja so ein bisschen auf der Funko-Schiene, wo mich dann Mike angesteckt hat. Hm. Wo ich dann so mit kleinen Dödelköppen da angefangen habe. Hm. Und da gab es dann wirklich, das kannte ich zu dem Zeitpunkt gar nicht, da haben die sich, wenn die Toy Fair war, haben die sich nachts um 12 Uhr am PC gesetzt im hier, was, wie heißt das denn hier so? Kick, nee, gar nicht wahr. Wie heißt das denn, wenn man sich da mit Leuten trifft in einem Chatraum? Wie heißt das Programm denn? Bin ich mal kloppt, ich hab das doch selber. Was in einem, was, im Zoom-Meeting oder was? Ja, so ähnlich. Ganz oder ehrlich. Windows Teams oder so, ne? Bitte? Windows Teams oder wie hieß das? Nein, da gibt es ein Programm. Ja, auf jeden Fall haben sie sich getroffen und haben dann alle wahrscheinlich immer auf den Knopf. Nee, ich will jetzt diesen Namen haben. Das geht mir richtig auf den See. Ich will jetzt diesen Namen haben. Eine Chat-Software, wo du eigene Rooms machen kannst, zum Beispiel. Ja, ja, okay, ich weiß, was du meinst. Ja, wie heißt das denn? Skype. Nein. Vor 10 Jahren hat es hingehauen. Discord. Genau. Danke. Schön, Digga. Dankeschön. Genau, Discord. So, da haben sich dann erwachsene Menschen nachts um 12 zu 12 getroffen oder mit 13 Leuten und haben auf der Webseite von dem Veranstalter, von Funko, eingeloggt. Und dann gab es diese schöne blaue Leiste, wo da steht, du hast noch 2 Stunden Wartezeit. Du hast noch 10 Minuten. Und dann wurde immer gesagt, ich habe noch 10 Minuten. Ja, bei mir sind es noch 2 Stunden. Ich habe noch 5 Sekunden. Mhm. Und dann musste die Person, die zuerst drin war, alle Sachen bestellen. Und so. Alle bestellen, ja. Und das war für mich halt neu. Mittlerweile geht es ja nur noch so. Ich sitze ja dann auch immer, oh, wir haben gleich 18 Uhr, alles klar, ich gehe mal auf den PC, gleich ist hier Mattel Creations am Start. Ja, das wird wahrscheinlich weiter die Zukunft sein, ne? Traurig. Irgendwie. Ja, ich, wie gesagt, dieser ganze Exclusive-Kram, ich finde es nicht schön. Ne? Wenn man mehrere Möglichkeiten hat, vor allem die Frage ist ja auch, wo bleiben dann noch die Händler? Die sind, das kann sich, hat sich erledigt. Ja. Ne? Also tritt dann auch den Händlern auch hier in Deutschland so ein bisschen auch wieder in den Hintern. Ne? Wo ich das gerade lese von Dominik Mollard Kelly, ich komme gleich wieder. Was will er jetzt damit sagen? Ist das für ein Arsch oder ist es gut oder er muss was rausholen? The New Adventures of Batman bei STTS sind auch interessant. Bei A Small Tiny Toys ist das, ne? Und da nehme ich mal an, dass der gute Chris da auch welche mitgekriegt hat. Und die wird er uns wahrscheinlich jetzt zeigen. Zumindest wühlt er rum. Wir sitzen immer zu zweit bei Mattel, Ina und ich. Wer zuerst bestellt hat, gewonnen. McFarlane Toys. Oh ja, das ist meine Seite. Ja, das ist nicht, das ist glaube ich, nicht das, was er meinte. Aber ich habe jetzt hier einen kompletten Satz. Animated Batman. Oh, okay. Ja. Warte, wo war, hier ist auch der kleine Spatz. Der Robin. Und das Liebling von alle. Die Batgirl. Vor allem hier mit da ist ein Sticker drauf. Was heißt das überhaupt? Platinum Edition übrigens, das Batgirl. Als einzige Figur. Okay. Und der Joker. Sehr schön. Das ist die Cartoon-Version, oder? Das sind noch die Cartoon-Serie. Wie heißt ich habe den Namen jetzt gerade nicht drauf. Wie heißt dieser kleine Nervkeks hier? Wie nennt. Ach, warte. Nein, ich bin gerade bei Superman. Das ist nicht Mützepickel. Ach, ich kann es dir gerade nicht sagen. Scheiße. Und ich bin Batman-Fan. Also irgendwas mit M. Ja. Chat, ihr seid auch noch da. Los. Genau, wie heißt dieses kleine Maskottchen von Batman aus der Animated Series? Also der alten. Batmite, ja, okay, genau. Ja, Batmite. Danke, Alexander. Dankeschön. Der also das ist die neue Wave, die kam jetzt gerade eben erst raus.
Genau, auf Deutsch war es tatsächlich Batmaus. Genau, hast du recht, Dominik. Und ich habe jetzt die schöne Aufgabe und das Privileg, euch dazu Videos zu präsentieren. Sehr schön, sehr schön. Die Batmaus. Und ich habe davon zwei Schippe habe ich da gekriegt. Das war schon sehr cool. So, ich bin übrigens wieder da. Es ist so viel passiert heute. Es ist ein Tag heute. Oh. Heute Morgen, ich bin um 5 Uhr morgens aufgestanden. Dann sind wir um 5:30 sind wir losgefahren nach Marl. Danach sind wir nach Münster gefahren. Waren bei Small Tiny Toy Store, haben da noch ein bisschen gelabert und ein paar Sachen eingepackt. Und dann waren wir um kurz vor 6 Uhr wieder zu Hause. Dann habe ich Essen gemacht, ganz schnell. Oder wir haben Essen gemacht. Und dann direkt ab nach oben. Und jetzt bin ich hier. Da sind wir hier. Ein sehr stressiger Tag heute. Sonntag, Ruhetag am Popo, ey. Ja, das ist nie so. Ich kenne das auch. Aber wäre ja langweilig, wenn es anders wäre irgendwie. So sieht's aus. Ich habe jetzt voll Bock, den He-Man auszupacken, ne? Ich meine, der Beastman, der schockt mich jetzt nicht so wirklich, den auszupacken, aber da finde ich halt die Waffe halt cool oder das Zubehörteil. Hast du nur jeweils einmal? Nee, ich hab die jetzt zweimal. Deswegen habe ich die gekauft, weil ich das zweite Mal haben wollte zum Auspacken. Weil ich unbedingt den He-Man mal auspacken wollte und sehen, wie er sich so anfühlt. Los, pack aus. Ja, los, pack aus. Ist ja nicht deiner. Und er fragt auch noch, wie viele Kilometer seid ihr denn gefahren heute? Wir mussten auf jeden Fall einmal nachtanken. Also viel. Live-Unboxing, los, der Chat schreit schon. Wir mussten jetzt auspacken. Ja, das Witzige ist, der Chat sieht nicht, wie ich hier auspacke. Du schneidest das jetzt nicht vorsichtig auf, oder? Ja, natürlich. Das Dumme ist, ich habe mein Skalpell halt unten gelassen, deswegen kann ich das nicht so machen, wie ich das eigentlich machen will. Ich häng fest. Du schneidest das nicht vorsichtig auf. Ja, was hast du denn? Nee, du hast ihn doch schon einmal. Du musst ihn doch nicht so vorsichtig aufmachen. Ach nee, das Thema hatten wir ja mal. Du hältst ja die Cardbacks auf, ne? Aua. So, tada. Ah, okay. Sabine sagt, gestern wurde ich schwach. Ich war bei Smith und dann lagen da die Masters Turtles einfach da. Ja, hat sie auch dann schon. Dann ist es passiert, sagt sie. So, hier. Ja, okay, es sieht cool aus, definitiv. Das Dumme ist, das Plastik ist auch drauf. Das sieht man jetzt halt so. Aber die Karte ist echt schön. Ich mag das dann. So ein Metallschimmer irgendwie, ne? Kann das sein? Nee, das ist das Plastik, was da drauf ist. Kommt echt so rüber. Nee, aber die sind, nein. Die sind echt gut. Die sind echt cool. Okay. Und was ich immer nicht verstanden habe, warum Mattel sich dazu entschieden hat, kann ja auch nur eine rechtliche Sache sein. Warum kriegt man immer noch Comics, wo nichts drinsteht? Ich weiß nicht, wie war es früher? Stand früher was drin? Nee. Doch, die Vintage-Comics. Bei den ganz alten stand da was drin? Die Vintage-Comics, klar, die waren in mehreren Sprachen. Die konnten sogar wenden. Da war hier deutsche Variante und wenn das umgedreht hast. Ja, gut, du kannst es aber sagen, so haben sie kein Problem und sparen wieder Geld und brauchen nichts übersetzen und dann ist gut oder keine Ahnung. Aber wenn sie die englische Version nehmen und die einfach überall reinpacken, ist es auch Wurst. Ja, aber so hast du gar keine Sprache und keiner fühlt sich in der heutigen Zeit benachteiligt. Ach, so ein Bullshit. Ja, das ist aber. Entschuldigung, aber ja. Das ist aber leider so. Ach, es ist ja auch nochmal festgeballert. Eieiei. Ja, das stört mich auch immer, dass da mal diese Plastik-Strippen dran sind. Ne? Wir sind ja vorbereitet. Ja, sehr gut. Ist, glaube ich, wegen der Franzosen, hä? Ja, weil die wieder sagen, nee, wir wollen kein Englisch, englische Sprache, nein, danke. Ups. Ohne Worte die Sprache der Welt, sagt Jens. Aber was ist denn eine Sprache ohne Worte? Nee, weil die Franzosen so arrogant sind und nicht keine andere Sprache lernen wollen oder Nationalstolz und whatever, keine Ahnung. Alexander sagt, wir haben genug Fantasie, uns die Dialoge selbst auszudenken. Ja, das bezweifle ich ja auch gar nicht. Aber ich verstehe nicht, warum man es nicht trotzdem dann einfach so lässt. Ja, das wissen nur die Jungs bei Mattel. Ich kann es dir nicht sagen. Weißt du, ich finde es persönlich jetzt nicht schlimm. Wir sind die Art, die Bilder halt komplett zu sehen. Aber. Ups.
Oh. Jetzt liegt sie auf dem Schreibtisch immer noch, soll ich nach hinten fallen. So. Ja. Ja, ist halt ein He-Man. Ist es denn sonst der gleiche Körper wie der Origins oder? Aber bei den Cartoon, ich habe keinen von den Cartoon-Figuren. Ich würde sagen, also klar, es ist Körper nicht, weil du hast ja hier das Detail von der Hose, ist ja ein cartoonmäßiges, da ist ja kein Detail drauf. Ja, aber ich meinte jetzt so der Rest. Ja, ich denke, ich würde sagen, ja. Wahrscheinlich, ne? Ja. Ist auch meine erste Figur, die ich jetzt auspacke von den Cartoon-Geschichten. Und das Schwertchen. Europa müsste man ja mehrere Sprachen reinpacken. Das war ja früher so, ist sicher was teurer als nur auf Englisch. Ja, natürlich ist es teurer, wenn du mehrere Sprachen reinballerst. Klar, musst du A, musst du Übersetzer bezahlen dafür und B, musst du mehrere Drucke machen. Sabine sagt, sie hat ein Edding. Mit einem Edding wird reingeschrieben und dann passt das. Ja, das kann man so oder so sehen. Mich stört es persönlich jetzt ehrlich gesagt nicht. Mich stört es. Und das hier, das Schwert aus der... Ja, was du gesagt hast. Ja, okay. Ja. Aus der Filmation-Serie. Ja, da muss ich mal nachschneiden hier mit dem Skalpell unten. Da ist ein bisschen Rand, aber sonst sieht er ganz nett aus. Ist ein guter Kopf. Hallo? Fokus. Ja, brauchen wir nicht wissen, wie der aussieht. Ist auch wieder so ein... Die einzige Toyline, wo ich mir zu 185% sicher bin, dass ich mir die nicht kaufen werde, ist... Turtles of Grayskull. Da, Entschuldigung, auch wenn ihr das jetzt gut findet, ich finde die so behämmert. Ich weiß es nicht. Ich sag mal, vielleicht noch die Turtles selbst, aber nicht die anderen. Gerade der Trapjaw, ne? Also Es gibt ein paar Charaktere, die echt gut aussehen. Was du gerade schon gesagt hast, die Turtles sehen an sich gut aus. So hier sehen an sich cool aus. Und Donatello als Man-Arm oder Leonardo als He-Man. Ganz interessant, aber. Ja, dieser He-Man, dieser Mutierte, den finde ich ganz schlimm. Ja, den finde ich ganz schlimm. Ja, da kann ich auch nichts mit anfangen. Aber Mattel hat sich was dabei gedacht. Ich verpasse gar nichts. Na gut, in Hand sieht das Ganze immer noch mal ein bisschen anders aus, aber mich hat es jetzt auch nicht so als Turtles-Fan. Ich weiß nicht. Ich verpasse da garantiert nichts. Und ganz ehrlich, das Geld spare ich mir. Und okay, Alexander, bin ich bei dir, weil Slaker finde ich persönlich auch cool. Der sieht, da gebe ich auch zu, der sieht auch echt cool aus. Ja. Auch weil er so diese Faker-Geschichte mit da drin hat. Ja, auch vorne hier mit dem... Und wenn du ja alle Figuren hast, kannst du ja auch irgendwie einen bestimmten Ding zusammenbasteln. Steht auf der Rückseite der ganzen Packung drauf. Oh mein Gott. Aber die holt mich so gar nicht ab. Überhaupt nicht. Der Mikey bekommt eine He-Man-Frisur. Das finde ich mega schlimm. Da bin ich voll bei dir. Gerade Mikey, das ist mein Turtle, mein Lieblings-Turtle. Und da machen die sowas mit dem. Das ist ja geil. Der kriegt auch so eine Woo, die so nach zur Seite wegweht. Oh Gott. Ich hab so wie die erste Version des Origins-He-Mans, ne? So ein ja, bisschen ja, genau. So im Wind wehend. Oh mein Gott. Oh Mann. Filmation Ghostbusters. Geil, aber unbezahlbar. Dass sie die noch nicht mal wieder neu aufgelegt haben, das wundert mich auch. Aber ich glaube, das würde heutzutage richtig ein Battle geben. Glaube ich nicht. Die wenigsten kennen die. Ja, aber wenn Ghostbusters wieder draufsteht, schwierig. Sieht aus wie Trump. Oh Gott. Mein armer Mikey. Ich habe ihn ehrlich gesagt noch nicht gesehen. Ich habe doch letztens ein Bild gehabt. Wo ist der denn? Das ist bestimmt nur eine Perücke, die man absetzen kann. Nein, redet euch das nicht schön. Oh Gott. Und du suchst das Bild jetzt? Vielleicht. No. Aber das, beziehungsweise gibt es das noch gar nicht. Warum ich hier denke, ich habe das doch schon gesehen. Muss ja, wenn die anderen das auch schon gesehen haben, ne? Ja, müsste eigentlich. Bravestar wäre mal geil. Gibt ja bereits eine Neuauflage, aber naja. Ganz ehrlich, also dieser Bravestar, der neu rausgekommen ist, das ist ja nur eine einzige Figur, die auch Bravestar heißt. Allerdings finde ich ihn ganz schlimm, weil der hat so ein Anime-Gesicht. So ein richtig Anime-Gesicht. Das passt nicht. Gibt noch einen von Ramen Toys, die bauen ja auch ein. Übrigens. Auf der Los Amigos 6 am 11.05. in Neuss wird der Original-Prototyp von Bravestar von Ramen Toys zu sehen sein. Verdammt.
Hat zwar nichts mit Master zu tun, aber da ist er. Da ist er. Frag mich nicht, wieso. Ist so. Wir haben auch Sachen, wovon wir selber keine Ahnung haben, dass wir die haben. Ganz komisch. Ich suche einfach jetzt. Das wissen wir schon. Rocky, nein. Bär, I, nö. Turtles, will keiner. Nein, das auch nicht. Nein, nö. M-m. Was? McFarlane Toys Music Maniacs. 6-Inch-Figuren. Die sind jetzt gerade, kommen jetzt Stück für Stück. Ja, warum denn nicht? Ja, da gibt es schon Fans. Ja, da Toys, Ultra Street Fighter, Diamond Select Toys, John Wick, Mattel Creations, House of Dragons. Nö, 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 nö. Also wenn einer von euch weiß, wo man das Bild findet, ich habe jetzt gerade kein Glück. Da musst du gerade was zu sagen. Der Ken macht doch das Artwork für Bravestar. Welcher Ken? Ken Coleman. Okay. Deswegen hat er auch den Prototypen. Okay. Ken ist ja auch bei uns. Aber Bravestar an sich fände ich auch wieder cool. Könnten es ein bisschen kleiner machen, meinetwegen so den Masters Masters Scale oder von mir auch Star Wars Black Series Scale. Ja, ich würde eher schon Origin Scale sagen. Ich glaube, Black Series ist zu klein, weil dann würden die Gesichter wieder nicht toll aussehen. Bei der Technik heutzutage. Ja, jetzt gar nicht. Wir haben alle irgendwie Hasbro die letzten Jahre gezeigt, aber findest du die Technik von Hasbro gut? Das ist eine andere Geschichte. Das sieht nicht gut aus. Das ist einfach dieser Digitaldruck. Ja, ich sage ja nur die Größe von den. Ich meine, die 3 3/4, was sie haben von Star Wars, da erkennst du die Figuren ja auch schon richtig gut. Ja, schon, aber ich bin mit dieser Technik, die sie benutzen, das finde ich nicht schön. Das ich habe ja nicht gesagt, dass sie die Technik nehmen sollen. Ich habe gemeint, die Größe, aber von den Black Series, weil die sind ja noch ein bisschen größer. Ja, weil die Größe von Bravestar von früher finde ich zu groß. Ja, nee, das muss es ja auch nicht. Größe McFarlane Toys. Ja, genau, Instagram war das. Aber such mal auf Instagram Foto. Ha! Ja, der war gut. Mit Moto und Bravestar kann ich persönlich nicht viel anfangen, aber wenn mal eine Neuauflage von Ring Raiders oder Dino Riders kommen würde, dann wäre ich vielleicht sogar interessiert, sagt Mr. S. Reimer. Ring Riders habe ich zum Beispiel noch, ich glaube, ein Paket habe ich noch original verpackt auf Karte. Auch cool. Da. Google. Ach, Google, ja, das ist ja. Google, ja. Da wäre ich jetzt auch nicht drauf gekommen, Sabine. Sabine, das ist ja jetzt ein Tipp, wo ich sagen würde: well, Lecco mio, Fräulein. Ich habe ihn. Okay, er sieht wirklich toll aus, ja. Der sieht das mega. Also, das ist für Turtle Fans, das ist ein Hingucker vor dem Herrn. Ach du Scheiße. Oh Gott. Es ist wirklich Donald Trump. Too bad finde ich ja schon wieder lustig, ne? Ja, Bebop und Rocksteady finde ich irgendwie geil. Wieso sehen die vor allem genauso aus, wie sie aussehen sollen, ne? Da haben sie gar nicht irgendwas verändert. Aber was ist denn mit Mikey los? Ach nö. Und was soll Leonardo sein? King Grayskull oder was soll das sein? Ich habe keine Ahnung. Oder April O'Neil als Zauberin. Als Sorceress. Ja, kann man machen. Wer soll es Blinter sein? Ja. Soll das so ein. Nee, ich wollte gerade sagen, Fisto kann es auch nicht sein. Ach hier, das Krokodil soll Blast Attack sein, glaube ich. Also anhand der Rüstung würde ich sagen, das ist Blast Attack. Aber. Könnte sein. Also ich wünsche euch viel Spaß mit dem Battle Armor Mikey. Alter, okay, der ist echt übel. Nee. Und dann aber dieses freche Grinsen dazu. Das wäre auch geil, das Technodrom als Grayskull verschnitten. Im Winde verweht, die Frisur sitzt. Echt, oder? Das ist. Ah, und auch dieses blöde Grinsen dabei. Ja, ja, sage ich ja. Also, wer lässt sich sowas einfallen? Vor allem, was rauchen die, wenn die sich sowas einfallen lassen? Nee, also da bin ich raus. Da bin ich wirklich raus. Das finde ich ganz schlimm. Also jetzt rein von den Figuren her, der Leonardo sieht echt nicht schlecht aus. Die April finde ich irgendwie auch noch ganz cool. Das Krokodil finde ich auch gut.
weil das ist für mich auch losgelöst von irgendeiner Serie, finde ich. Das hat jetzt keinen Masters-Bezug, gar nicht irgendwie für mich. Splinter finde ich auch noch okay. Ach, das sind Zöpfe hier an der Seite, ne, da unten. Ja, aber... Weil King Grayskull hat so zwei Zöpfe, die runterhängen. Aber der hat noch mehr angezogen. Und den Tubit finde ich halt echt witzig. Weil da ich meine, das ist, wenn man zwei Leute für Tubit nimmt, dann die beiden voll. Ja, das passt schon. Und Casey Jones, wer soll das sein? Der hat so einen Eingriff von Man at Arms ist dabei, dann ein bisschen was von Hordak. Am Arm links ist rechts von uns gesehen, ist auch wieder Man at Arms wahrscheinlich. Ja, genau. Aber. Ja. Schwierig. Davon mache ich nicht. Weißt du, ich nehme nur den Kopf und die Haare und dann mache ich mir ein Shirt. Oh Gott, ey. The most powerful action figure of the universe. Nicht. Haben wir noch irgendwas Schönes? Ach ja, der Remen ist auch. Oh Gott, das ist so eine. Was denkt man sich bei sowas? Warum? Ja, ich finde den auch nicht gut. Warum? Nee. Reimer, willkommen im Jahr 2024. Es ist wohl an dir vorbeigegangen. Ja. Das hast du noch nicht mitgekriegt. Turtles of Grayskull heißt die Serie. Und das ist ein Mashup von Masters, Origins und Turtles. Die meisten davon sehen nicht gut aus. Nee, ist doch schon. Was ist das jetzt? Zweite Wave? Dritte Wave sogar schon? Ich glaube, die zweite, ne? Zweite, ne? Ich bin da kein Fachmann. Müsste mir so, wen ich gut finde, was auch die meisten Leute geil finden, das ist eine, die ich echt gut finde, auch vom Aussehen, finde ich den sehr gut. Ja, genau. Slaker. Der ist cool. Ja, den finde ich auch. Bin generell ein Slash-Fan. Ich mag den sehr. Vor allem, das ist auch das Vintage-Design vom Kopf her. Deswegen habe ich gedacht, ey, der sieht schon noch so sehr stark nach der alten Spielfigur aus. Ja, definitiv. Ja, wen es gefällt, ja klar, genau. Ist ja bei allen Sachen so. Wenn euch die Sachen gefallen, ist ole ole. Ich mache mich teilweise über Sachen lustig, aber es gibt auch Sachen, die ich sammle, wo andere Leute sagen, ey, das ist so peinlich, lass es mal weg. Ist halt wie immer Geschmackssache. Richtig, genau. Ne? Ja, es ist einfach Geschmackssache. Und mein Geschmack ist richtig, sagen ja auch viele. Nein, es gibt keinen richtigen. Ach ja. Was jetzt? Oh Gott. Es wird ja immer schlimmer. Was ist denn da nicht richtig? Also alles offensichtlich. Hart auf Playmates-Niveau, ne? Oh Gott, ist das übel. Ey, nee, das gefällt mir echt überhaupt nicht, sorry. Was machen die mit Mikey, ey? Hier, geil, der erste Kommentar. Please tell me that the wig comes off. Was alle denken. Bitte sag mir, dass diese bescheuerte Haare abnehmbar sind. Was? He wants to speak to your manager for this slander you've committed. Eieiei. Geht gar nicht an, stimmt. Der eine schreibt, er hatte mal so eine Perücke. Ja, ja genau. Nimmt euch ein Bild davon und sagt zum Friseur, das will ich. Gott. Aber auch die passende Nase dazu, ne? Der Weichmacher, schön, guten Abend, dann mach's gut, bis zum nächsten Mal. Tschö, Weichmacher. Jetzt ist schon wieder 8:30, die Zeit rennt. Ja, guck mal, der geht. Ja, den finde ich schon wieder ganz cool. Finde ich irgendwie cool. Ne? Das ist eine ganz andere Geschichte. Das ist auch ein bisschen ernster, nicht so. Ne? Ja, er hat ja halt keine Frisur. Candle in the Wind Ding. Blonder Beetle und die Nunchucks als Gitarre. Eieiei. Was fehlen jetzt noch die Figuren von Captain Planet? Ja. Ich meine, das Ding ist auch total abgedreht, das Design. Der Mossman. Der ist richtig Psycho. Hier, ganz mal ehrlich, was ist denn da das Mashup? Also Mossman verstehe ich ja, aber was ist dann die Turtle-Seite davon? Snakeface. Snakeface gab es als Turtle? Ja. Weil Snakeface ist auch ein. Also nicht Snakeface. Wie hieß er? Sabine, du bist auch da. Wie hieß er? Snake Fake hieß er, glaube ich, auf Deutsch. Ciao, Stefan. Schönen Abend dir noch. Das ist nicht Snakeface. Snake Fake. Diese große Schlingpflanze, bla bla bla. Das könnte das eventuell sein. Aber keine Ahnung. Sehr verstörend auf jeden Fall.
kannst du ja alles rein interpretieren. Allein der Schild, was das könnte, irgendeine Poison Ivy Mischung sein. Ich weiß ja, nicht. Ja, stimmt. Aber das hat ja nichts mit Turtles zu tun. Es gibt es ja. Naja, man muss es ihnen zugutehalten. Sie haben sich da was einfallen lassen. Kreativ ist es. Sind die vier? Kreativ ist auch eine Art, das auszudrücken. Das stimmt wohl. Ja, kreativ, genau. Hat noch nicht viel unbedingt mit dem Material zu tun, manchmal. Stinkor. Einer meiner Lieblingscharaktere. Ich liebe Stinkor. Stinkor ist ein schöner Stinker. Ja. Das ist er. Mein Classic Stinkor riecht immer noch. Ja, mach das mal mit dem Filmation, mit dem Origins. Der ist, weg. Nix mehr. Der hat auch einen komplett anderen Geruch, habe ich gehört, ne? Ja. Ja, ich habe den tatsächlich nicht. Ich habe nur den Classics und den Revelation. Ich habe den, den Mossman von der Origins-Reihe, da war ich enttäuscht. Ich meine, der ist als Figur ist der echt cool. Ich war leider zu doof, habe den echt als Vollpreis gekauft am Anfang für 50 Euro. Das Flocking ist echt klasse. Nach 4 Tagen hat er nicht mehr gerochen. Das ist Wahnsinn. Ja. Und wenn du heutzutage an den Vintage-Figuren schnupperst, riechst du das so. Du kannst auch einen Vintage-Stinkor im Garten vergraben, 20 Jahre drin stecken lassen und rausholen, der riecht immer noch. Meine Eltern haben mich damals verflucht für den. Und er ist komischerweise verschwunden. Ich habe meinen alten Kollegen nicht mehr. Er ist weg. Möchtest du einen? Wenn du einen über hast, gerne. Ja, musst du zu Los Amigos kommen. Mhm. Bring ich ihn mit. Geht nichts über Stinkor. Baxter Stockman mit Bassoff. Ja, das wäre zum Beispiel ein geiler Mix, hat Alexander recht. Das wäre irgendwas. Stimmt, ja, das kann ich mir auch gut vorstellen. Das ist richtig. Das ist Fliege mit Biene. Ja. Fliege mit Biene. Was wäre noch so richtig schlechter Mix? Ich meine, generell alles, aber. Michel, ja. Welcher von beiden stank am schlimmsten? Stinkt normale oder Mossman? Naja, Stinkor hat eklig gerochen. Mossman war ja eher dieser angenehme Pinienduft. Finde ich jetzt. Ich fand nicht, dass Stinkor stinkt. Ich mag diesen. Nee, der hat so einen richtig coolen Geruch gehabt, aber er war sehr krass. Ja, der war wirklich sehr. Du weißt noch, warum das so ist? Weil bei Stinkor ist es anders als bei Mossman, weiß nicht, ob Mossman so war, weiß ich ehrlich gesagt gar nicht. Stinkor war es ja richtig mit. Genau, das Plastik hat gebrochen, ne? Weil die Duftkugeln wurden in das Plastik eingegossen. Ja, genau. Deswegen wurde damals in den 80er Jahren auch die Fabrik für ein paar Tage geschlossen, weil so viele Fabrikarbeiter krank wurden, denen wurde schlecht durch den Geruch oder den Gestank da. Die konnten nicht mehr arbeiten. Die haben ja den kompletten, hundertprozentigen, intensiven Geruch den ganzen Tag gehabt. Ist ja klar, dass du umkippst. Und dann auch als Dampf dabei. Ja. Die hat bestimmt auch Spaß bei der Arbeit. Ja. Oder die wussten gar nicht mehr, was sie gemacht haben. Wo war ich die letzten 6 Stunden eigentlich? Genau. Du hast doch ein Stinkor gemacht. Weiß ich nichts von. Bin ich komplett raus. Ach ja. Habe ich eigentlich gesagt, dass ich jetzt meine Visionaries-Reihe voll habe? Sehr schön. Wieder ein Ziel abgeschlossen. Was ist das nächste? Keine Ahnung. Ich glaube, die anderen Toylines, die jetzt hier so rumstehen, da will ich, geht gar nicht. Auf Full Set. Ich habe jetzt auch nicht, wo ich sagen würde, boah, das will ich jetzt auf jeden Fall weiter sammeln. Ich meine, ich freue mich über, im Moment bin ich wieder sehr stark auf Klemmbausteine, weil mich das halt, ich sage es jedes Mal, ich mag es halt gerne, ich puzzle damit gerne. Ich stelle mir das nicht unbedingt hin, klar, wenn man jetzt die Videos guckt, im Hintergrund habe ich so ein kleines Fach freigemacht, da stehen ein paar Häuser drin. Ich mache das halt sehr gerne, ich baue sehr gerne zusammen. Je größer das Teil, desto mehr Spaß habe ich da dran. Aber danach verkaufe ich die auch meistens wieder. Weil ich baue die zusammen und dann können sie weg. Das ist mir egal. Ich erzähle nicht, aber da hast du recht. Ich mache das auch gerne. Für mich ist es auch nochmal eine motorische Übung vor allem. Hin und wieder so ein kleines Set, das tue ich mir auch mal an. Das ist aber ich kann auch schön abschalten bei. Ja, oder genau, einfach eine Stunde, zwei hinsetzen und dann. Genau, der kleine ADHS-Hase ist dann abgelenkt und dann. Ja. Hubala. Bin ich bei dir. Sehr, sehr cool. Was habe ich denn jetzt gerade? Ich habe noch im Zulauf ein. Ach Gott, ist das ein Anglershop? So eine Art Anglershop? Es gab von Lego mal einen Anglershop. Den gibt es auch von anderen Herstellern, aber nicht der gleiche, sondern natürlich abgeändert, wo es anders aussieht mit mehr Teilen und viel weniger frei.
ganz ehrlich, der Lego-Shop der Lego-Shop von Angler. Der Angler-Shop von Lego. Der Lego-Shop, jetzt neu, von Angler. Von Lego hat gekostet, ich glaube, 140 Euro. Mittlerweile kostet der weit über 200. Okay. Und den hat, was hat er an Teilen gehabt? Auch 1800 oder so? Ich weiß es nicht mehr ganz genau. Und das Ding, was mir jetzt gekauft hat, 2500 Teile und kostet 32 Euro. Ja, das ist Wahnsinn. Das ist echt Wahnsinn. Danke. Und qualitativ wahrscheinlich genauso gut. Wahrscheinlich sogar noch besser, weil Lego hat ja in der Zeit echt nachgelassen, was Qualität angeht. Was ich echt schade finde, wenn du für so einen großen Bausatz dann meinetwegen 150 Euro bezahlst, wovon eigentlich nur 80 Euro der Name ist und der Rest ist, ne? Und dann hast du eine große Fläche mit einer Farbe und dann in der Farbe hast du drei verschiedene Töne drin. Ja, das regt mich auch auf. Auch wenn du so diese Fliesen hast, dann kannst du mittlerweile schon die Tubes innen drin durchsehen von oben. Das finde ich auch ganz schlecht mittlerweile. Ja, übel. Und was mich sehr nervt, egal, wenn du ein teures, schönes Set hast oder ein UCS-Set, diese verdammten Sticker. Na, ja, jede Marke, wie du schon sagst, die gefühlt 30, 40 Euro nur kosten, die haben alle geile Prints drauf. Na, und da, wo du 200, 300 Euro mehr bezahlst, dann musst du noch einen Stickerboden von mehr drin sein. Ne? Genau. Mein bestes Beispiel. Wie ich da dran sitze mit diesen. Das geht gar nicht. Du musst eine Pinzette nehmen. Mit Pinzette geht das immer nicht. Klar. Ich kann ja nicht mehr greifen mit der rechten Hand. Das ist totaler Scheiß. Ja. Weißt du? was jetzt zum Beispiel Fanhome, habe ich ja auch ein Video dazu gemacht. Die haben auch Sticker dabei, aber nicht so viele. Mhm. Und wer cool ist, natürlich Kobi. Kobi hat nur Prints. Kobi ist grandios. Und das Geile ist, die Prints gehen ja teilweise auch über mehrere Tiles. Also über 5, 6, 7 Tiles, wo gerade Striche sind oder Muster. Ja. Funktioniert. Und Lego kriegt das nicht gebacken. Sieht auch echt gut aus. Ja. Oder auch die ganzen, ich habe ja lange Zeit Figuren gesammelt. Ach so, ich kann doch was zeigen. Hallo Theresa. Alexander, Chris, kennst du den Märchentodestern aus Klemmbaustein? Wenn es ein Mockup ist, kann das sein, dass ich ihn mal gesehen habe. Der Rosa, ne, der hat auch hier der Held der Steine, glaube ich, gezeigt. Der ist besser als der normale Todesstern von Lego. Ganz ehrlich, wundert es noch jemanden? Nein. Natürlich nicht. Lego-Fanboys. Man darf es nur leider nicht aussprechen, genau. Weil dann kriegst du gleich einen vorm Kopf. Aber ist ja nicht alles schlecht. Das eine oder andere Lego-Set, das gönne ich mir auch mal. Ich habe momentan so ein bisschen diese Jurassic Park-Reihe so ein bisschen für mich entdeckt. Die 30-Jahre-Sets. Die machen mir Spaß. Aber auch der ganz, ganz extrem Sticker verseucht. Was kommt jetzt? Das muss ich ja mal zeigen. Das finde ich ja total geil, ne? Au, ja. Sehr geil. Und du hast hier noch, warte mal, wo ist der Hitze? Light up, yes. Ach so, so? Das ist cool. Und da ist jetzt, da sind auch Lego-Figuren dabei, aber die meisten Figuren davon sind eben kein Lego. Also, würde jetzt aber auch sehr auf den ersten Blick erstmal nicht auffallen, wenn ich ehrlich bin. Also das hier, diesen Lego, sind aus dem Weltkrieg. Ich sehe jetzt erst, dass da Masters-Figuren zwischen sind. Ja, ne? Wie cool. Ich meine, du hast auch hier Link aus Zelda, dann ja, die Raumfahrer sind alle Lego. Mega Man ist ja auch geil. Der Mega Man ist auch kein echter. Die ganzen Iron Man Figuren hier sind alles kein Lego. Okay. Aber trotzdem sehr cool. Und, achso, da geht's noch weiter. Die Trooper, alles kein Lego. Und warum nicht? Weil die viel geiler gedruckt sind. Die haben nämlich auch Druck an den Seiten und hinten. Das kann der Lego ja nicht. Ja, ist ja mittlerweile gar nicht mehr, dass die Hosen gar nicht mehr bedruckt werden, ne? Oder die Arme. Ne? Selten zumindest. Und das verstehe ich nicht. Es kann jeder kleine... Das Ding Firma kann das. Ach, Theresa. Bitte? Ja, genau, richtig. Hast du recht. Ja, das ist bei Smith Toys. Ich glaube, 40 Euro kostet das Ding. Okay. Und ich habe immer so viele Figuren hier rumfliegen lose. Da habe ich gesagt, ich brauche mal irgendwas, wo ich die reinpacken kann. Und da steht drauf, da passen 50 Stück rein. Bei mir sind, glaube ich, 95 oder 105 drin. Alexander, Qingbao ist das, glaube ich, was du meinst. Qingbao? Nicht Dingao. 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 Oh, ja, das ist das. Ach, krass, guck mal. Ich habe ja hier... Oder sowas. Mhm. Was war das? Ach so, guck mal, ich habe einen Stein gefunden. Und das ist halt kleiner als Lego, aber du hast halt auch diese Gewalt da drin. Ja, so ähnlich halt, ne? Und das Geile ist, du kannst den Mario halt reindrücken und dann hast du den Dings dabei. Ja, cool. Hier, Dominik, frag dich gerade, Chris, ob du schon von den neuen Hot Wheels Transformers Corporation gehört hast.
Ehrlich gesagt? Nein. Ich auch nicht, gerade das erste Mal. Nee, habe ich nicht. Aber mich wundert heutzutage nichts mehr, was mittlerweile. Und das ist auch sehr geil. Oh ja, das ist auch cool. 7 Euro. Ein Witz. Ja, ich habe noch mehr, aber das zeige ich jetzt nicht alles, das ist ja Quatsch. Aber nur mal als Beispiel. Und ich verstehe auch nicht, ganz ehrlich, es ist ein Unterschied, wenn man quasi lizenzierte Sets kauft, die nicht von Lego sind. Also wenn jemand eine Lizenz kauft und ein Asiate die fälscht, ist es eine andere Geschichte, wenn man die kauft. Aber es gibt genug Hersteller, die eigene Sets machen. Oder eben auch, gut, Mole King hat am Anfang auch sehr viel geklaut. Auch die ganzen. Ja, aber die haben jetzt auch ihre eigenen IPs und die sind. Genau, aber Mold King hat auch früher von Leuten einfach die Sachen gekauft oder geklaut, die eigene Sachen gebaut haben und eigene Ideen hatten. Die haben sich einmal die Anleitung gekauft für $20 und dann haben sie das Ding selber rausgebracht. Ja, ja. Mittlerweile machen sie es auch nicht mehr, weil die haben es auf die Fresse gekriegt. Ja, die haben richtig einen drauf gekriegt. Aber die machen. Eine Qualität ist viel geiler und die machen richtig cooles Zeug. Und auch für Preisen, wo du sagst, warum soll ich mir ein AT-AT von Lego kaufen? Der 800 oder 900 Euro kostet, wenn ich einen geileren kriegen kann mit mehr Teilen für 230 Euro. Mm, mm. Verstehe ich sehr gut. Und ich bin halt ein Fan von Klemmbausteinen generell. Mir ist egal, ob da Lego draufsteht, Xingbao, Kobi oder Fantasy, die neuen, die jetzt gerade auf den Markt gekommen sind, mit denen, wo der Held der Steine auch durchflippt. Ja, die geilste Steinequalität, die es gibt. Die metallischen Dinger sind richtig krass gemacht. Alles Prinz, Lizenzen dabei, gut Preise ab 100 Euro, aber richtig geile Dinger. Meister Eders Werkstatt und Peter Lustigs Bauwagen von Blue Bricks finde ich toll, sagt Christian. Genau, Meister Eders Werkstatt habe ich auch gesehen. Das würdest du von Lego nie kriegen. Das ist halt. Nein, Lego macht doch nichts Vernünftiges. Lego macht doch nur große IPs, die Geld bringen. Siehe Star Wars, Harry Potter und sowas alles. Ja. Das stimmt. Ich habe ja vorhin schon erzählt, ich bin noch so ein bisschen auf diesem Jurassic Park Trip gerade. Da habe ich mir zwei Sets oder eins gerade gekauft, eins geschenkt gekriegt. Sowas finde ich eigentlich ganz lustig, aber ansonsten habe ich bei Lego auch nichts. Ich habe so ein, zwei Sachen, wo ich sage, da hätte ich Bock drauf, aber das ist einfach viel zu teuer. Was ja, wenn es in den Batman-Bereich geht, hier die Batcave zum Beispiel, die du zusammenklappen kannst. Ja, die ist krass. Die ist echt geil. Ich habe sie live im Lego Store gesehen, aber der Preis, das geht nicht. Ein Kumpel von mir hat sie zu Hause, hat sie zu Weihnachten gekriegt, aber haben sie halt Gebrauch gekauft bei Kleinanzeigen oder so. Mhm. Und was ich bei Lego halt gut finde, sind die Eigenmarken. Zum Beispiel dieses, was mir nicht einfällt, Dream, das Dreamers. Ja, aber das ist, glaube ich, gar nicht gut angekommen. Nee, ja, ich finde es aber trotzdem cool, weil es ist dieses typische Lego The Movie. Du hast 50.000 Teile, schmeißt hin und dann guck, was rauskommt. So ein Hai oder sowas, die Ideen sind schon geil, aber es fehlt denen richtig an coolen Eigenideen mittlerweile. Ne? Ja, ich meine, was. Dieses Geforste, alles muss mit Handy dann auch verbunden werden und alles. Ja, das ist auch sowas. Ich habe jetzt vor kurzem, gestern wollte ich es noch bestellen, habe ich gesagt, nee, brauchst du nicht. A, kein Platz, nur zum Bauen ist auch doof. Und zwar gibt es, habe ich gesehen, ein Eisenbahn-Set. Von Lego kriegst du ja vielleicht mal für 180 Euro oder sowas oder 150 Euro so ein Ding. So, da ist jetzt ein Eisenbahn-Set, da ist eine Lok dabei, 5 Waggons, dann so ein Kran, wo du beladen kannst, 1000 extra Teile zum Kabeltrommeln, hast nicht gesehen. Da ist ein Motor mit drin, da ist eine Akkubox mit drin, da ist eine Fernbedienung mit drin. Mhm. Und du hast, was war das noch? 20 gerade Schienen, nee, 20 Kurven, 6 oder 8 gerade Schienen, eine Weiche links, eine Weiche rechts und dann noch so kleinere Teile. Ciao, Sabine. Und das für 53 Euro. Das ist ein Witz. Warum kauft ihr noch Lego? Wieso? Ja, weil es halt die Marke ist. Es ist halt so. Ich glaube, es ist nicht alles schlecht, was Lego macht. Aber nein, definitiv nicht. Es wird immer schlimmer halt generell. Weil du jetzt diese geilen Alternativen hast, hast du immer mehr auch das Umdenken. Und wenn du die Steine, wie du es schon sagst, die Steine in der Hand hältst, die kommen, lass mich lügen, die kommen auch alle fast aus der gleichen Presse. Ist wirklich so. Ja. Ne? Also einige Steine, ich finde sogar, wenn ich das mal vergleiche mit Mega-Blocks, Mega-Konstrukts, wie du es auch nennst, die Lego-Steine, die Klemmkraft, das ist einfach auch viel zu weich, so weiß ich nicht. Also wenn du Mega-Konstrukts zusammendrückst, schwör dir, die kriegst du nie wieder auseinander.
Das fühlt sich einfach alles viel wertiger und guter, besser an. Guter. Ja, guter ist viel guter als Lego. Ja, also weiß ich nicht, es ist komisch halt. Und die Steinqualität, die lässt so nach, auch die Farben teilweise, ne? Ja. Schwarz ist einfach nicht mehr schwarz, sondern hast einen Fleckenteppich da vor dir her. Das ist auch ganz schlimm. Und dann, was diese tollen Ideen mit dem Straßennetz, dass sie die Straßenplatten abschaffen und ein neues System einbauen. Ja, was nichts total mehr kompatibel spannend. Mit den alten City-Sachen. Ne? Ja. Also da jauen sie auch. Ich kann das voll nachvollziehen. Das ist, weiß ich nicht, warum sie das machen. Komme ich da jetzt ran? Warte mal kurz. Ich muss mal wieder... Geh buddeln. Mich anziehen. Die Alien- und Predator-Serie als Klemmbaustein, das wäre cool. Da wäre ich sogar bei dir, gerade Alien. Obwohl, gibt es ja, glaube ich, schon. Ne? Aber auch wieder, glaube ich, nicht lizenziert. Zumindest im Bereich Alien, meine ich, gab es was. Aber das war sehr wackelig. Schön. Das ist aber noch oldschool, ja? Ja. Ja. Das war noch richtig war noch geiles Lego. Lego. Stimmt. Aber das war noch richtig cooles Lego. Und ich hab vor kurzem mit einem Kumpel getauscht. Wenn er zuguckt, ey, Vertriebler, moin. Und ich habe dann mal die Anleitung angeschaut von den alten Sets. Ich habe ja noch Piraten und noch andere Weltraumsachen, Blacktron, M-Tron und so weiter alles. Mhm. Ich musste erst mal dreimal gucken, weil wenn du Lego baust, du kriegst ja die Anleitung, die meistens so dick ist. Mhm. Und pro Seite... Wo jeder Stein gehighlightet wird. Wo ein Teil pro Seite gezeigt wird. Und jeder Stein wird gezeigt, wo er hin muss. Alles andere wird ausgegraut. Nur der Stein ist farbig. Früher war das so, alle Seiten waren farbig, nichts war gezeigt, welchen Stein du jetzt brauchst, sondern du hast gesehen, Schritt 1 waren drei Teile und bei Schritt 2 waren auf einmal 6 Teile. Und so, ja, welche Steine sind jetzt neu gekommen? Ja, genau. Das ist alles weg, alles dieses Vorkauen, nicht mehr selber denken, alles weg. Kein Wunder, dass die Menschheit ein bisschen bequemer wird, sagen wir mal so. Es ist okay, ich meine... Du kennst das ja auch, dass viele über Lego auch über die Farbseuche meckern. Dass in den Sets so viele bunte Steine verbaut sind. Ich persönlich sage immer, ich bin einer, der nicht oft Lego oder Klemmbausteine baut. Für mich ist es sogar noch hilfreich teilweise. Na, aber solange man dann auch diese bunte Seuche nicht später noch von außen sieht, weil sie überall durchschimmert, ist alles okay. Das finde ich ja auch bei Lego Technik so schlimm. Na, dass du über diese blauen Pinnen überall dazwischen siehst. Verstehe ich nicht. Warum? Also da komme ich auch nicht drauf klar. Und andere machen das halt viel besser. Ne? Kumpel hat den Tumbler, glaube ich, von Lego war das. Ja, den habe ich auch. Oder irgendein Batmobil war das auf jeden Fall. Und der ist ja schwarz. Ja. Der hat, wenn du von oben guckst, hat der blaue Pins drin. Ja, das ich weiß es jetzt gar nicht. Ich wollte den Tumbler eigentlich nächste Woche mal zeigen. Da muss ich jetzt mal drauf achten. Aber ich bin da nicht so ganz konform, was ist da alles für Dinge. Aber auf jeden Fall haben die den schwarzen Dingern blaue Pins verbaut. Ist so, wie bekloppt muss man denn sein? Wo du Technik baust. Ich hatte ja auch das Bad Cycle von dem The Batman-Film. Komplett frei, du kannst alles am Blau sehen, komplett. Ich verstehe das nicht. Warum ist es so schwer, einfach die Grauen dazu zu packen? Ja, oder Schwarzen. Das verstehe ich nicht, warum man das macht. Ja, die haben wahrscheinlich irgendwann mal falschen Knopf gedrückt, so dazu wie bei Lego. Und der hat dann in Asien eine Bestellung ausgelöst mit 15 Milliarden Ja, wahrscheinlich. Blau, anstatt diese blauen Scheißdinger. Und hat der Chef gesagt, ey, Digga, wir müssen die blauen erstmal loswerden. Das ist auch immer nur am Rande mit, aber ich merke das ja auch mal, dass die Leute dann darüber meckern. Alles zu bunt und was machen die Pins da und alles, ja. Ich kann es aber auch nachvollziehen, wenn man mal selber so ein Set baut, denkst du auch, ne. Vor allem, wenn du dann den Vergleich hast mit anderen Herstellern, Megakonstrukts. Ich habe es ja geliebt, das Castle Grayskull zu bauen. Das war echt schick. Das hat richtig Bock gemacht. Die von Mega. Ja. Fand ich auch cool. Das Einzige, was mich richtig genervt hat, war der Turm. Der Mechanismus? Der Turm, diese Rundung von wegen eine Tonne, eckiger Tonne, eckiger Tonne, eckiger Tonne, eckiger Tonne, eckiger Tonne, eckiger Tonne. Ja, das ging. Aber ich war die ganze Zeit einfach nur am Grinsen, als ich dann angefangen habe, so langsam das Gesicht aufzubauen. Und es war schon geil. Das hat richtig Bock gemacht. So, was ist hier die Frage? Metzger Toys, Batman. Batman Animated. Animated. Habe ich gerade gar nicht animated, gar nicht vor Augen. Komm im Herbst, sagt er. Ach so, das sind die Neuauflagen von früher, ne? Mhm. Für Leute, die Serie cool fanden, finde ich das nice. Ich meine, mittlerweile leben wir ja nur noch von Neuauflagen. Ja. Oder hauptsächlich von Neuauflagen. Ich finde das cool, dass auch die Leute, die Batman toll finden, oder Animated toll von, dass sie wieder noch viel möglich haben, die Figuren neu zu kriegen. Und auch vor allem das Batmobil,
Das sah ja auch ganz cool aus. Ja. Für mich persönlich sind die nichts. Ich hatte die alten, eine ganze Kiste von den alten auf Karte hier. Es ist nett, aber für mich persönlich war es keine, ich habe die Serie geschaut als Jugendlicher, aber für mich war es halt nichts als Spielzeug. Aber wenn man daran Spaß hat, finde ich es cool. Ich habe noch ganz viel von den alten. Ja. Violent Choice macht die ja jetzt auch. Da kommt jetzt auch immer mehr von der Animated Series. Aber ich sehe hier, das Batmobil kostet 65 Euro. Ja, das ist ein Witz. Von der Animated. Kannst du dich auch an das DC Collectibles Batmobil erinnern? Das Riesenmonstrum, was innen drin sogar beleuchtet war, das war ein schönes Teil. Da gab es, glaube ich, auch das Batwing. Ich kenne nur das jetzt, ich habe jetzt gerade vor Augen nur das von Hot Toys. Nee. Das ist schon ein bisschen größer. Ja, mein ewiger Holy Grail. Oh ja, Alexander, ich bin auch Riesenfan. Ich habe echt mich gefreut wie kleines Kind, als ich das gesehen habe. Es ist so gut. Es ist wirklich sehr toll. Dass sie neu rauskommen, wieder in die X-Men 97? Ich habe die ersten zwei Folgen. Ich saß da und habe genau gelacht. Meine Generation komplett. Ich bin als Kind mit X-Men groß geworden. Die Zeiten Jim Lee, Chris Claremont. Ich liebe das. Das war noch vor DC, noch vor allem anderen waren es bei mir immer die X-Men. Entschuldigung, bist du mir so groß. Diese Serie gibt es ja seit 92 und Wahnsinn. Allein, dass sie einfach das alte Intro neu übernommen haben, es ist toll. Die Geschichte geht einfach genauso weiter. Na, ich bin so gespannt drauf. Also die dritte Folge, die muss sofort kommen. Ich glaube, jeden Mittwoch kommt die jetzt. Ne? Also finde ich nice. Finde ich echt super. Kann ich nichts so sagen. Bei X-Men bin ich auch nicht so ganz... Oh doch. Ich bin ja schon ein bisschen... Ich habe Angst. Ne? Die X-Men sollen ja ins MCU kommen. Ne? Und der Kevin Feige, der produziert auch die X-Men 97-Serie. Der weiß also, wie es geht. Wenn er das verkackt, dann ist endgültig vorbei bei mir. Dann werde ich böse. Das nennt man dann das DC-Dilemma. Egal, was DC macht, die fahren alles vor die Wand. Sei es Computerspiele, sei es Filme, die hauen alles gegen die Wand, weil sie Marvel gehen wollen. Ich sag dir auch, mit Superman wird das auch nichts. Ich glaube das nicht. Aber es ist auch so, die Marvel hat das ja den ganzen Markt übersättigt, mit dem ganzen Marvel-Universum, die ganzen Filme. Und dann wird so viel. Und ganz ehrlich, was war der letzte gute Marvel-Film, den du gesehen hast? Ich rede nicht von Serien. Den ich gesehen habe, ja, für mich persönlich war es der dritte Spider-Man, aber das war auch wieder, weil die Nostalgie mit da drin war. Ja, genau. Ansonsten bin ich auf jeden Fall ein riesen Marvel-Fan. Na, aber was jetzt Serie und Filme anbelangt, ich habe gar keinen Bock mehr dazu, ins Kino zu gehen, weil ich genau weiß, das wird mir nicht mehr gefallen. Na, ich habe mir letztens bei, war es Netflix, nee, Disney Plus ist das ja, hier diesen The Marvels angeschaut. Habe ich mir bis heute nicht angeguckt. Ich habe keinen Bock drauf. Ja, kann ich verstehen, musst du auch nicht. Also ich habe teilweise gesessen, warum? Ja, ja. Ich verstehe ja, dass man, es gibt doch starke, wenn man so auf Druck einen Film machen will, nur mit Frauen, ist nichts dagegen zu sagen. Es gibt ja genug starke Frauen im MCU, wenn ich sage, Black Widow, den fand ich um Längen besser, den Einzelfilm mit Black Widow, als The Marvels. Der Humor ist nicht mehr meins. Es gibt natürlich Leute. Das Erste, was Disney gerade überall durchdrückt und das haut einfach nicht hin. Und dadurch haben sie auch den Charakter von Carol Danvers komplett vor die Wand gefahren. Oder was ich jetzt gehört habe, dass auch die ganzen anderen Großprojekte fast alle jetzt irgendwie gecancelt werden. Weil sie jetzt komischerweise jetzt erst Angst kriegen, dass das wieder ein Flop wird. Also, keine Ahnung. Eternals wollten sie ja noch einen zweiten Teil machen. Der war auch schon... Das Geile. Es gab ja von Hasbro, gab es ja auch die Marvel Legends Eternals Figuren. Ja. Wenn du jetzt, also wenn ich jetzt in Hamburg, in der Europapassage, in den GameStop reingehe, hängen da noch immer noch die drei Stück mit so einer Staubschicht. Ja, da haben sogar die Mitarbeiter schon keinen Bock mehr darauf, rumzuwischen. Ist eigentlich schade, sowas, ne? Dass sowas, solche geliebten Charaktere aus alten Comics so... Das wär's. Iron Man 6 mit Gesangseinlage. Ich schwöre dir bei Gott, sowas kann passieren. Es ist jetzt alles möglich. Ich warte schon, bis Darth Vader dann in rosa über den Schirm springt und dann The Force is with me singt oder sowas. Ja, also selbst was Star Wars. Ich habe keinen Bock mehr drauf. Also den allerletzten Film, den ich geguckt habe, wo ich dann gesagt habe, jetzt ist richtig Schluss. Jetzt ist hier... Jetzt Schluss. War von Thor Love and Thunder. Ja. Der war so... Bin ich voll bei dir. Die Ziegen allein. Die schlecht. Wie konnte man auch Zeus, also hier Dings so versauen? Ich habe gerade seinen Namen vergessen. Du weißt, wen ich meine. Auf jeden Fall war es so grausam. Wach, Zeus. Man hat den Witz geschmissen. Ja. Ja, das ist Zeus. Ja.
Ja, der Schauspieler. Russell Crowe. Ja, aber Russell Crowe. Ich mag diesen Schauspieler sehr gerne. Ich habe dann wieder den Vergleich zu DC, wo er bei Man of Steel Jor-El gespielt hat. Super geil, super ernst, echt super. Und dann kam diese Scheiße mit den Ziegen und diesem scheiß CGI. Es gibt sehr viele, auch gerade hier im Chat wahrscheinlich, die den cool finden, weil er ist halt ein lustiger Film, aber es passt nicht zu Thor. Richtig. Na, wenn du das vergleichst mit dem ersten und auch dem zweiten, den ich wirklich viele lieben, mittlerweile finde ich den zweiten grandios. Na, ich möchte, dass Marvel wieder mehr in die ernste Schiene geht. Das ist ja, das ist schon eine Aussage. Super bunt und lustige Sache. Ja, ne? Das passt. Das ging ja im dritten ging es ja los. Von wegen, ey, den kenne ich von der Arbeit. Ja, da ging es. Ich meine, es war irgendwo lustig, aber dann. Der war grenzwertig, aber er ging noch. Aber der vierte, der hat richtig reingehauen. Weiß ich nicht, was die da. Und das ist ja, das zieht sich ja so komplett durch. Ich meine, du sagst ja gerade, mittlerweile ist der zweite Thor wieder gelobt. Der war damals, als er rauskam, war der nicht geil. Ja. Und das Gleiche ist mit Star Wars. Episode 1, 2 und 3 fand ich, als sie rauskam, Grotte. Richtig schlimm. Aber mittlerweile feiern die Leute das, weil die neuen Filme schlimmer sind. 7, 8 und 9 sind halt noch schlimmer als 1, 2 und 3. Ja, ich bin auch der Meinung, die existieren für mich nicht. Und Disney weiß ja auch ganz genau, das ist voll vor die Wand gefahren. Und jetzt gehen die echt noch den Weg mit Rey und machen noch einen Film mit ihr. Ja, klar. Das wird ein Riesenerfolg. Ja, also ich muss immer so sehen, es gibt dann ein neues Publikum, also die Kinder und so was, alles, die Jugendlichen. Ja, ich sag mal, wir, Chris, wir sind raus. Wir sind klar, auf jeden Fall. Wir haben unsere Star Wars gehabt, das sind Luke Skywalker, Darth Vader, Chewbacca und Solo und so was alles, die sowieso fast alle tot sind. Ja. Ja, die wurden gekillt, damit wir jetzt kein Interesse mehr dran haben. Und so. Für mich gibt es auch nur 4 Star Wars Filme oder 5 sogar. New Hope, Empire Strikes Back, Return of the Jedi, Rogue One. Rogue One ist grandios. Der einzige Disney-Film, der echt gut ist. Witzigerweise Clone Wars, der Film, den fand ich auch nicht schlecht. Mhm. Stimmt. Der Stil ist halt hart, den muss man halt mögen. Aber den Film an sich fand ich nicht schlecht. Gut, ich bin vorbelastet, da war ich im Kino als Premiere. Hm. Aber da war ich bei Episode 3, Premiere in Berlin auf dem roten Teppich als Stormtrooper in meiner Rüstung. Und dann läuft George Lucas an mir vorbei, Hayden Christensen, Natalie Portman. Die sind so klein. Die geht mir bis hier. Ja, die ist nicht groß. Das war schon richtig cool. Aber was Disney mittlerweile mit ihren ganzen Franchises macht, ganz ehrlich, Fluch der Karibik Teil 6. Hauptdarstellerin ist jetzt eine Frau, die quasi die Rolle von Jack Sparrow oder die Fackel von Jack Sparrow weiterträgt, weil Depp nicht mehr mitspielt. Nein, er hat ja auch gar keinen Bock mehr drauf. Nee, verständlich. Wir haben ihn ja auch so verarscht. Ich kann es verstehen. Ne? Ja. Ist auch völlig verständlich. Aber es funktioniert kein Fluch der Karibik ohne Jack Sparrow. Es ist halt Fakt. Richtig. Das ist halt die Hauptfigur. Na, und vor allen Dingen, er hat es ja auch so ikonisch. Das wird auch ein Riesenreinfall. Und dann wird wieder geweint, warum ist das denn so? Den letzten Disney-Film, den ich gar nicht mal schlecht fand, war dieser animierte Film mit dem Stern und der Ziege. Mit dem Stern und der Ziege? Ja, der weiß vor kurzem, jetzt habe ich den Namen vergessen, wie hieß denn der? Spricht auch dafür, dass ich den Namen nicht mehr weiß. Wie hieß denn der Film? Der war jetzt gerade erst im Kino. Gibt's doch gar nicht. Wie heißt der denn? Disney-Film mit Ziege. Disney-Film mit Ziege. Mal gucken, was ich eingebe, an Disney-Film mit Ziege kommt. Wir sind da leider auch nicht auf einer Schiene. Ich bin ein großer DC-Fan, aber das war für mich der Tritt in die kleinen Schneggekochonis. Wish, genau. Genau, Wish, richtig. Siehst du, muss nur die Mädels fragen. Die wissen direkt Bescheid. Ja, doch, der war ganz lustig, das stimmt. Ja, weil das war wieder so ein typischer Disney-Film mit Gesang ist jetzt nicht unbedingt mein Favorite da drin, aber mit Gesang, die Animation war teilweise echt gut, ein bisschen überzogen teil, aber die Geschichte war halt sehr cool erzählt. Das fand ich so ein richtiger schöner Disney-Film. Aber der ist gefloppt, weil keiner reingehen wollte, weil sie alle Angst hatten. Ja, weil sie sagen, ach, es ist ein Disney-Film. Hm. Ja. Hier steht nochmal sehen, wo Disney als nächstes reinfuscht. Nicht so schnell. Alien, Predator, Terminator, alles im Stil von Disney. Okay, habt ihr den Trailer zu Alien Romulus gesehen? Den Teaser-Trailer? Ja. Das könnte richtig geil werden. Da sage ich jetzt gar nichts. Na, wenn die da nicht irgendwie reingegrätscht haben, kann das seit langem mal wieder einer der besten Alien-Filme werden. Es ist alles besser als Alien Covenant. Ich warte auf Deadpool. Ja, Deadpool wird definitiv auch nochmal noch. Und der wollte doch jetzt noch irgendwas rein, Neues auf die Leinwand bringen. Irgendwas aus den 90ern. Wer? Ryan Reynolds. Ryan Reynolds weiß ich jetzt nicht. Ah, was wollt ihr denn noch? Clooney als Batman, ja, das war auch so. Oh Gott, ey.
der Flash-Film, der wird mich auf ewig verfolgen. Ich habe mich so gefreut. Das war so die Hoffnung für mich und das war so schlimm. Ich verstehe das einfach nicht. Bitte was? Ryan Reynolds hat die Rechte an Alf. An Alf? Ja. Das wusste ich ja, okay. Aber auch nicht. Wie geil ist das denn? Alter, schwierig, weil ich glaube, die deutsche Synchronstimme gibt es gar nicht mehr. Ne? Ein Alf, ja, das ist ja, nee, doch, den gibt es noch. Aber nee, der klingt nicht mehr so wie früher. Aber CGI bzw. KI sei Dank. Ja, gut, das geht. Juni 2020 hat er den. Das ist ja lustig. Hat die Lizenz für Biker Mice from Mars, sagt das. Genau, das war das, richtig. Das war das, was er machen wollte. Die Biker Mice from Mars wollte er als Film machen. Als Realfilm? Ich glaube ja. Oder, okay. Das wäre natürlich irgendwie auch geil. Aber das Witzige ist, der hat ja, Trash. Ich mag den Humor ja. Ich mag Ryan Reynolds, der mag ja, den Humor finde ich ja mega gut. Ja. Auch als Fall, nee, Fall Guy war es gar nicht. Wie war es? The Guy? Nee, Free war Guy? War das nicht Fall? Nee, der Free Guy, ne? Ich weiß es gar nicht. Ich glaub, aber der war auch lustig, der Film. Der hat Spaß gemacht. Der war richtig geil. Vor allem, wo er dann zum Schluss gegen diesen großen Anaboliker. Ja, und er den Captain America spielt. Ja. Und Chris Evans da noch. What the? What the shit? Ich fand das auch richtig cool. Ja, ich mag haben sie mal alles durchgenudelt, was an Dings da war. Star Wars, ja. Avengers und so weiter. Ja, ansonsten gibt es im Moment nur gute Serien. Star Wars, technisch jedenfalls. Also Mandalorian fand ich gut, war erfrischend. Der Book of Boba Fett fand ich sehr enttäuschend. Ja, war leider auch sehr enttäuschend. Ganz was ehrlich, mich da hart getriggert hat, waren die Power Rangers auf ihren Motorrädern. Ich wollte gerade sagen, die Rollergang aus dem Jahre 80. Die waren 180. So deplatziert, das ist unglaublich gewesen. Und das hat, glaube ich, auch irgendwann Disney gemerkt, weil zur Hälfte von der Serie Boba Fett war es wieder Mando. Ja. Aber ganz ehrlich, Boba Fett ist das Badass, der Badass ohnehin. Wenn Disney einigermaßen schlau gewesen wäre, hätten sie sich die Bücher von Timothy Zahn genommen und hätte die verfilmt. Die Bounty Hunter Kriege, Thrawn-Trilogie und was ich noch alles, da gibt es so geile Geschichten mit so viel Potenzial, die um Längen besser gewesen wären als dieses Book of Boba Fett, wo Boba Fett als, ich meine, der wurde uns eingebläut als der ultimative Bounty Hunter überhaupt. Ja. Wenn du die Bücher gelesen hast, die Bounty Hunter Kriege oder sowas, von wo Boba Fett da die ganzen Geschichten und dann kommt der in so einer Serie vor, wie so ein kleiner alter Opa, der dann, ja, nee, lass mal lieber drüber also reden. Ganz wehleidig irgendwie aus dem Salak rausgekrochen ist, ne? Und seine Rüstung. Ja, aber dann als Mönch. Lass mal drüber reden. Wir wollen jetzt nicht groß rumhauen hier. Wir können ja auch mit Worten klären. Ne? Setzen alle zusammen, trinken ein Salak-Süppchen und haben uns alle lieb. Nein, das ist kein Wort mehr. Schade. Aber die haben wenigstens einen Rancor gehabt, wo drauf geritten ist. Das war cool. Ja. Ja, die Zahntheorie ist echt cool. Ja, Mando, Staffel 2, das Ende, ja. Das war episch. Da habe ich auch keine Sorge. Also ich auch. Allein als das X-Wing da reingeflogen ist, wusste ich sofort, was Phase ist. Kennzeichen rot. Allein, wenn ich jetzt schon dran denke. Ja, bei mir auch. Boah, bei mir auch. Ja, und dann kam die Musik, Alter. Oh. Aber das war so, Kennzeichen rot 5, was kann das denn sein? Ja. Das war nicht euer Ernst. Nicht euer Ernst. Ja, genau so sag ich auch. Ich habe gesagt, richtig so, nicht euer Ernst. Und dann habe ich gesagt, jetzt bin ich mal gespannt, wie der aussieht. Und bis das Gesicht dann kam, doch, ja, sehr schön. Es ging tatsächlich, aber später in der nächsten Mando-Staffel sah es besser aus. Ne? Also da haben sie es besser. Ja, aber das war mir so egal in dem Moment. Ja, in dem Augenblick war es einfach nur pure Freude. Mir tat es halt leid um die ganzen Dark Trooper. Die schönen Dark Trooper hat er vermöbelt. Ja, aber allein diese Szene, wie er durch den Gang durch ist und die alle fertig macht und einfach so zerdrückt. Und allein als das Lichtschwert kam, dann war sofort vorbei. Ja, dann wusste jeder Bescheid. Ja. Und solche Momente hast du einfach nicht mehr heutzutage. Wo du echt vor Freude als Fan da sitzt und denkst, ist das geil. Hast du nicht mehr. Und das ist so schade. Ja, das stimmt. Hey, Foot Soldier. Ja, das ist echt schade. Eigentlich. Aber es ist ja, das Ding ist ja auch, viele Filme oder viele Neuauflagen versuchen ja krampfhaft von der Nostalgie zu leben. Ja, und scheitern daran kläglich. Zum Beispiel, ich habe jetzt mehrere Kritiken gelesen oder gesehen über Frozen Empire, der neue Ghostbusters-Film. Habe ich auch gelesen. Ich meine, ich verstehe den Satz, wo gesagt hat, das Ende von dem letzten Teil war ein würdiges Ende für die alten Ghostbusters. Wo sie zusammen da stehen, dann kommt der Spoiler, für die es noch nicht gesehen haben, halt mal kurz die Ohren zu, wo der Geist von Egon Spengler dabei steht, das fand ich so krass. Das fand ich richtig, richtig gut. Das
Das war auch richtiger. Ich habe echt vier Anläufe gebraucht für den Film. Vor allem, dass sie ihn auch nicht haben sprechen lassen, sondern wirklich so als Geist dastehen lassen. Das war so toll. Und ich habe vier Anläufe gebraucht, den Film zu gucken. Ich bin dreimal eingeschlafen. Echt? Ja, ich konnte nicht gucken. Und dann irgendwann in der Mitte habe ich angefangen, habe ich gesagt, jetzt guckst du mal zu Ende, weil du willst ja auch gucken, wie Igna aussieht. Das war richtig geil. Aber dann bin ich jetzt mal gespannt, wie sie es jetzt verhunzen im neuen Teil. Ich weiß es nicht. Das ist auch wieder so ein Film, klar, ich fand Legacy fand ich super stark, aber ich habe jetzt auch ehrlich gesagt nicht den Bock, dafür extra ins Kino zu gehen. Habe ich schon lange nicht mehr. Willkommen im Club. Na, also wirklich, ich habe auch kaum noch im Umkreis jemanden, der sagt, wir gehen jetzt ins Kino. Ich würde gerne. Ich gucke gerade noch zu, ne, der will ja aber. Ich meine, ich würde gerne ja mal ins Kino gehen, aber ich habe keinen Film, wo ich sagen würde, da gehst du jetzt rein, da habe ich richtig Bock drauf ins Kino. Heute Abend, ja, das habe ich auch schon lange nicht mehr. Das ist wobei, den letzten Film, den ich geguckt habe, abgesehen von Wish, dann durfte ich mit freiwilligerweise. Du durftest nicht. Den habe ich mir selber ausgesucht, weil ich noch einen Gutschein hatte. War der von Charlie Schokoladenfabrik hieß es früher. Wonka. Genau, Wonka. Den fand ich richtig gut. Ja, war gut. Den fand ich echt gut. Aber das war so ein Kinomoment, wo du sagtest, oh, lustiger Film, also schöner Film, du hast gute Laune gekriegt, der war. Von den Effekten her war super, von dem Bühnenbild war er echt klasse gemacht. Was mich halt gestört hat, war, klar, auf Deutsch siehst du dann, du siehst die Sänger halt, weil es halt auch viel gesungen wird, siehst du die Schauspieler in dem Moment, wo sie singen, sehr nah. Und da es ein Lippensynchron ist, das ist schon okay. Ja. Aber der Film war richtig cool. Dune habe ich Teil 1 nicht geschafft. Alexander, da bin ich auch bei Chris. Ich kann mit Dune leider nichts anfangen, überhaupt nicht. Ich habe ist jetzt nicht böse gemeint, aber ich habe auch ein Problem mit Zendaya. Ich mag diese Frau einfach nicht. Willkommen im Club, ich kann die auch nicht. Im ersten Teil, gefühlt alle 10 Minuten, grinste sie in die Kamera wie bei einer L'Oreal-Werbung. Das hat schon gereicht. Und in dem, ich weiß nicht, ich habe ja den zweiten nicht gesehen. Alle sagen, der zweite ist um einiges geiler, viel, viel geiler. Aber im ersten Teil, der hat so lange gut gebraucht, bis was passiert ist. Und dann ist was passiert. Und in dem Augenblick war wieder Feierabend. Und dann ist wieder voll die Durchstrecke gewesen. So weit bin ich gleich gekommen. Wenn ich ehrlich bin, ich habe ihn dreimal geguckt, weil alle sagen, komm, gib ihm noch eine Chance etc. Er ist vom Bild und alles ist er wirklich geil gemacht, das kann man nicht anders sagen, aber es ist nicht meine Reihe, definitiv nicht. Also darum auch Dune würde ich jetzt auch niemals ins Kino gehen, auch, das sagen auch ganz viele hier auch im Chat, geh ins Kino, guck den in IMAX, kommt super geil rüber, aber ich habe da keinen Bock drauf. Ja, bei mir auch. Man muss auch nicht alles gucken und nicht alles mögen, ne? Also Dune ist jetzt nicht unbedingt etwas, wo ich sage, ich muss jetzt unbedingt ins Kino. Was ich interessant finde, ist, dass die ganzen Streaming-Dienste mittlerweile, also sagen wir mal Amazon Prime oder Netflix, die halt auch Sachen raushauen, die ich sehr interessant finde. Zum Beispiel Damsel, weil es das letzte, was ich geguckt habe. Den habe ich auch letztens geguckt. Den fand ich echt gut. Den fand ich nicht. Und ganz ehrlich, ich hätte nie gedacht, dass dieses Mädel dass die hat sich gemacht. Oh, die sah richtig gut aus in dem Film. Ja, ja. Wie hieß sie da? Elona Holmes oder wie? Ja, fand ich auch sehr cool. Die beiden. Waren eigentlich auch ganz cool. Also doch, die macht sich schon. Und was jetzt gerade neu aufgelegt wurde, ist ja Roadhouse. Das ist ja auch wieder eine Neuauflage. Ja, mit Jake Gyllenhaal, ne? Ja, das ist auch jetzt gerade raus und den will ich mir auch angucken. Gesehen? Nee, ich habe den auch noch nicht gesehen. Aber den will ich mir auf jeden Fall angucken. Und sowas ist auch ganz schick. Ich finde es generell gut, wenn wir mal von Filmen reden, mal weg von den ganzen Franchises und mal wieder Filme, mal ganz andere Thematiken oder sowas mit dir zusammen. Das hast du so selten heutzutage. Und solche Filme floppen leider heutzutage auch immer mehr, weil viele einfach nur noch Disney, Star Wars, Marvel gucken wollen, weißt du? Aber es fehlt mir richtig mal wieder so im Jahr ein Film, der nichts mit irgendwas anderem zu tun hat, der mal was komplett Neues ist und dich richtig wegbombt. Das fehlt einem mittlerweile richtig. Apropos wegbomben, ich glaube, Oppenheimer war ja ganz geil. Der war anstrengend, also er war schwer und der war auch fürs Gemüt echt für den Arsch. Ja, das glaube ich. Aber er war sehr gut. Ich habe auch Blu-ray gekauft, weil meine Freundin sehen wollte. Der war echt gut, der ist richtig gut. Ja, ich muss den tatsächlich auch noch nachholen. Ich gucke kaum noch was. Und ich muss ja ehrlich zugeben, ich wurde ja dazu genötigt. Es gibt auch ein Foto von mir mit rosa Brille und rosa Hemd und du so. Du hast Barbie geguckt? Ja. Oh mein Gott. Ja, ich war im Kino aber mit zwei Mädels. Ich fand den interessant, ich fand ihn unterhaltsam. Weil ich dachte, das ist eine Barbie, das ist so ein Film, so blöd. Aber da haben, ich fand es mal so witzig, die ganzen Kritiker. Ist auch scheißegal, ob es nur für Männer oder für Mädels ist, solange du dann Spaß hattest, ist doch alles okay. Ja, aber das haben ja alle im Vorfeld gesagt, ja, das ist so ein leicht sozialkritischer Film. Also unterschwellig kommt da raus, dass die Frauen von den Männern und dalala. Ich so, unterschwellig,
ganz ehrlich, die haben dich mit Bahngleisen erschlagen, damit, dass du das mitkriegst. Also richtig. Ich meine, waren echt witzige Sachen drin, auch den Ken-Song, I'm just Ken. Ja, den kenne ich tatsächlich. Geil, fand ich einfach nur cool. Das Bild dazu. Den hat er doch, glaube ich, jetzt bei den Oscars sogar gesungen, ne? Bitte? Den hat er, glaube ich, bei den Oscars jetzt sogar gesungen. Genau. Ne? Ja. Klugscheißer machen. Der Name Lichtschwert ist eigentlich ein Fehler. Ja, eigentlich heißt es ja auch Laserschwert. Heißt ja Lasersword. Lichtschwert. Plasma. Aber Plasma ist auch eine Form von Licht. Deswegen ist der Lichtschwert der richtige Begriff, weil das Licht ein Überbegriff ist für Laser, Plasma und UV-Wellen allgemein. Vielen Dank. Setzen. Also habt ihr alle recht. Ja, muss einfach nur. Was war denn noch? Was war jetzt gerade noch? Der Christian war der Creator. Den fand ich auch noch ganz gut. Ja, der war auch gut. Der hat mir auch gefallen. Der hat mich überrascht auf jeden Fall. Auch von der Optik her sah der sehr gut aus. Oh, es gibt noch einen Film, auch einen bei Streamingdiensten, wo ich die Vorschau mega geil gefunden habe. Wo ich gesagt habe, boah, geil. Das ist das neue Star Wars. Das ist ein Film. Rebel Moon. Ich bin ein riesen Zack Snyder-Fan. Ich liebe diesen Menschen. Film ist so ich schlecht. Habe so viele Zack Snyder-Filme als Favoriten. Aber als ich Rebel Moon gesehen habe, dachte ich auch, irgendwas stimmt da gar nicht mehr. Das Schlimme ist ja, das Drehbuch wurde ja den Star Wars-Produzenten angeboten als Fortsetzung. Es sollte ja ein Star Wars-Film werden. Das ist auch irgendwie so ein bisschen. Gerade hast du mal den Trailer vom zweiten Film gesehen? Ja, das Ding ist ja, die haben ja beim Trailer vom ersten Film haben die ja auch Sachen vom zweiten reingeschnitten, vom zweiten Teil. Und ganz ehrlich, die schauspielerische Leistung ist unter aller Kanone. Teilweise die Effekte sind so lame. Ich meine, und so viele Slow-Mos, der Film besteht nur aus Slow-Mos. Zack Snyder ist ja dafür bekannt und ich finde diese Slow-Mos ja geil. Sagen wir mal bei 300 zum Beispiel. Super episch alles. Ja, cool, aber wenn sie im richtigen Moment kommen, aber nicht dauernd. Immer diese, und die Slow-Mos waren jetzt nicht nur kurz mal zu sehen, sie gingen unglaublich lange, ne? Sie haben nicht aufgehört. Wahrscheinlich hat Netflix gesagt, pass mal auf, du musst einen Film strecken. Dein Film geht jetzt 60 Minuten, da fehlen noch 30. Ja. Mach mal ein paar Slow-Mos. Er sagt ja auch, es wird einen Director's Cut geben. Ja, also der war echt. Das macht er ja sowieso generell immer. Ne? Ich weiß es nicht. Ja, Finn sagt das ganz gut. Uwe Boll-Niveau. Ja, das stimmt. Das ist übrigens mein Cousin, der sitzt im Zimmer nebenan. Uwe Boll. Ja. Naja, gut, Uwe Boll ist noch ein bisschen härter, da müssen wir nicht reden. Es gibt nichts Schlimmeres als ihn, aber okay. Ja, das stimmt. Oh Mann, ja. Ja, der Colt Sievers Film. Fall Guy. Ja, da bin ich auch noch unschlüssig. Nee, das nein. Nein. Ich meine, ich habe das Ding gefeiert, als der auch geil. Ich habe das Ding gefeiert, als der Wagen ins Bild kam. Als der Truck dann kam. Ich so, geil, cool, zieh was. Und dann so, ja, aber. Und dann kam Ryan Gosling. Ja, Ryan Gosling ist halt gerade immer der heiße Scheiß. Ja, aber das passt nicht. Weil der macht ja alles und überhaupt. Und jetzt so ein Booty-Gesicht. Ich niemals diesen schönen Charme der 80er-Jahre-Serie haben, die ich auch wirklich immer noch gerne gucke. Ich weiß nicht. Vielleicht ist er ja ganz cool, aber nein. Siehst du wieder so einen Film, wo ich sagen würde, würde ich jetzt nicht freiwillig für ins Kino gehen. Den kann ich mir nur angucken, wenn er irgendwo mal auf dem Streaming zu sehen ist. Willkommen bei Kino-Reviews 2024. Ja, es ist wirklich so. Ja, das stimmt. Was habt ihr denn so für Filme, Chat, was habt ihr denn so für Filme gerade auf dem Radar, die ihr unbedingt mal sehen wollt? Jens, guten Morgen. Mittlerweile gibt es schon 2 Trailer. Ja. Ja. Welche Serie ich aktuell noch gucke, ist Shogun auf Disney. Habe ich nicht angefangen. Die finde ich persönlich sehr gut. Aber du musst natürlich sehr viel lesen, es sei denn, du kannst Japanisch mittlerweile nach dem Urlaub. Aber ist, glaube ich, 90%. Aber ich finde es genial, weil Hiroyuki Sanada spielt da mit in der Hauptrolle. Gesundheit. Der ist aus Last Samurai unter anderem. Den kennst du auch. Der spielt überall mit allen großen Filmen. Das ist so seine Paraderolle, finde ich, glaube ich. Hi, Fabi. Was ich gerade gucke, ist auf Paramount Plus Halo Staffel 2. Nee, da bin ich. Der, ganz ehrlich, man kann von Halo sagen, was man will. Die Serie ist richtig gut gemacht. Also wirklich qualitativ hochwertig. Ja, aber er kann verdammt nochmal nicht seinen Helm aufbelassen. Der Master Chief nimmt nie seinen Helm ab und er muss ihn gut abnehmen. Und der Schauspieler, die Serie hat nichts mit den Büchern und nichts mit der Serie. Nee, überhaupt nicht. Ich meine, der Urbiter, also hier der Zankeli, also quasi das Alien, in der silbernen Rüstung, ist ja in den Spielen sein Verbündeter, weil er ein Überläufer ist. Da ist halt noch der Gegner und die haben Menschen auf deren Seite gezogen, die Menschheit verrät und so, also ganz behämmert. Ja, ich weiß nicht. Ein Lichtschwert besteht aus einem Kyberkristall und da wird das Licht gebrochen.
Ja, ist doch wieder Licht. Ja, das ist, ja, es hat auch nichts mit Plasma zu tun. Es ist einfach nur Licht, das durch einen Kristall gebündelt wird. Aber also ich finde es auch geil, dass man jetzt diskutiert über eine Sache, die es überhaupt nicht gibt. Ja, stimmt. Hey Fabi, da haben wir vorhin schon drüber gesprochen. Alien Romulus. Der Teaser-Trailer sah sehr, sehr gut aus. Wirklich sehr, sehr gut. Da hat ja auch der, ich kann seinen Namen nicht aussprechen, heißt er Feed Alvarez, Fede Alvarez. Der hat ja gesagt, er will wieder zurück zum mehr Horror und Grusel bei Alien, was ich ja seit Jahren sage. Du musst wieder Angst und Respekt vor diesem Alien haben. Ja. Na, und das ist nicht einfach nur Kanonenfutter. Na, und das siehst du dem Trailer schon an, das gefällt mir sehr. Und weißt du, was auch gerade, was mich immer, ich gucke mir immer diese Trailer-Rotations an, die es ab und zu mal dann gibt. Jede Woche gibt es so neue Rotations. Die neuesten Filme. Ja, genau. Und was mich richtig nervt, in diese möchte gerne Horror 3, ist immer irgendwann eine Gruppe von Leuten geht in den Wald oder geht in ein Haus oder trifft irgendwelche Leute und dann werden die kaputt gemacht nacheinander und da ist ein neuer Killer. Jetzt hieß einer Sleepman oder Sleepyman, der Sleeper oder so. Von wegen, und der Slogan ist, mach die Augen nicht zu. Wow. Manche sind ja eigentlich ganz cool. Kann man mal so nebenbei gucken, aber es ist, nee, da ist nichts Gutes momentan. Da gucke ich lieber Dokumentation. Was ich jetzt gerade wieder gucke, ich habe jetzt gerade, das ist auch so geil, ich habe Law, oh Gott, wie hieß das denn? Law and Order war das nicht. Special Crime Unit hieß das. Mhm. Das war, die ist super alt, die Serie. Aber die hat mich dann so gecatcht, die habe ich durchgeguckt. Und was du da für Schauspieler siehst, als junge Schauspieler, die heute so 50, 60 sind. Peter schon kennst, ne? Ja, ja, das ist gut. Ich gucke momentan tatsächlich mal wieder Prison Break durch. Habe ich nie geguckt. Da habe ich momentan Lust drauf gehabt. Habe ich auch nie geguckt. 2006 oder 2005, Mensch. Jetzt bin ich gerade bei SWAT wieder dabei. SWAT ist auch cool, die macht auch Spaß. Und ich gucke gerne The Rookie. Ja, den finde ich auch, cool. Also Nathan Fillion, ich liebe den Kerl. Ja, also die Serie macht echt. Da fand ich Castle so geil. Alexander, ja, Resident Alien habe ich jetzt auch gesehen. Auf Netflix haben sie jetzt die erste Staffel rausgehauen. Auch super geil. Die hat mir auch Spaß gemacht. Da muss ich unbedingt noch weiter gucken. Da habe ich überlegt, ob ich da reingucke. Also, wenn du den, ich kenne es am vorne mit dir. Ja, den Schauspieler kenne ich ja, den kennst du ja auch. Der ist ja auch bei. Ja, der hat bei Rogue One doch auch den Roboter gespielt. Ja, genau. Und bei Firefly hat er doch den Piloten gespielt. Firefly habe ich auch geguckt. Der ist echt cool, wie er das spielt, dass er das Alien ist und eigentlich nur die Menschheit zerstören will und dann leider immer menschlicher wird. Das macht Spaß. Kann man gucken. Ja, genau, mit Ice-T, genau. Richtig, Ice-T macht doch. Das finde ich das Geilste in der Serie, ne? Ice-T, Cop-Killer, The Police, die ganzen Lieder, die er gemacht hat und dann spielt er ein paar Jahre später selber einen Polizisten in der Serie. Ja. Und warum? Ich habe so viel Erfahrung mit den Polizisten gemacht, ich kann das. Er kann das. Das fand ich schon sehr lustig. Ach, guck mal, jetzt gehen Leute langsam ins Bett. Es haben noch 18 Leute. Ja, guck mal, wir sind auch, hätte ich jetzt nicht gedacht, wir sind schon gleich bei 9:30, Mensch. Ja, klar, weil wir jetzt ganz über Filme, jetzt haben wir es fast gequatscht bei Filmen. Ja, das ist auch mein Thema. Ja, das ist so super. Das macht ja auch Spaß. Aber von mir aus kommen wir noch ein bisschen quatschen. Alle sagen, Rookie ist klasse, Rookie macht Spaß. Ja, Rookie ist echt gut. Die ist echt gut. Ich mag auch den Humor, abgesehen auch die Stimme von ihm, die deutsche Synchronstimme finde ich klasse von ihm. Ja, schon immer. Wie gesagt, damals bei Firefly oder hier bei Castle, ich habe Castle ja auch geliebt, die war auch ganz cool. Ich mag ihn einfach. Outlaws, Christopher Walken. Christopher Walken, habe ich noch nicht gesehen. Was gibt es denn noch für Serien, was ich gerade geguckt habe vor kurzem? Ich finde es halt immer schwer, wenn du gerade eine Serie durchgeguckt hast und dann so, ja, und jetzt? Gibt es ja nichts. Du hast ja schon alles geguckt. Ich habe noch Avatar The Last Airbender geguckt. Ja, da habe ich sogar keinen, weiß ich nicht. War auf jeden Fall 1000-mal besser wie der Film. Also es geht. Geht auch auf jeden Fall. Die letzte Anime-Serie, wo ich mich rangetraut habe, war One Piece. Die fand ich echt gut. Also als. Super. Ich meine, ich kenne die Anime-Serie nicht. Die Realverfilmung, ne? Ja, die Real. Ich habe die Anime-Serie nicht geguckt. Da fehlt zwar einiges, aber die war echt super. Und die fand ich richtig gut gemacht. Ja, die hat auch echt ein gutes Budget, das merkst du der Serie an. Ich muss erst um 7 auf der Maloche sein. Da siehst du, da ist er wieder da. Ja, siehst du. Aber ganz ehrlich, wenn du das machen kannst, ich fand, wie gesagt, nur zu Halo zurückzukommen, ich habe mich auf die neue Storyline eingelassen von Halo. Okay. Weil ich bin ja Die Hard, also ich habe ja alle Halo-Teile gespielt, auf dem höchsten Schwierigkeitsgrad durchgezockt. Auch die Bücher teilweise gelesen. Und trotzdem, wegen der Lore und so was. Die Serie taugt dir was? Ich finde die sehr gut. Okay. Also losgelöst von dem Mindset, was du vorher hast von den Spielen und so weiter. Mhm. Es kommen Sachen drin vor, die du halt kennst, wenn du die Bücher und die Spiele gesehen hast von Reach und warum, wieso, weshalb, der Grund, warum die angreifen und dann die Umsetzung von den ursprünglichen Lebewesen, die den Halo-Ring gebaut haben und so weiter. Das ist echt gut gemacht. Auch die Halsey und die
ach, jetzt habe ich den, ich bin heute drauf, der Name von der KI. Jocasta. Nicht Jocasta, aber Marvel. Wie bitte? Wie bitte? Jocasta. Jocasta, aber Marvel. Sorry. Oh, siehst du, man, wenn man zu viel kennt. Ja, das stimmt. Schnell Cortana ist natürlich auch auf dem PC. Cortana gibt es noch, ne? Aber ich glaube, Staffel 2 ist eine andere Schauspielerin, ne? Ja. Haben sie die andere raus? Aber die auch die Effekte, wenn die anfangen zu kämpfen. Und wenn die von Reach fliehen und die Islands angreifen, wie die verglast werden teilweise. Das ist so gut gemacht, also richtig. Sogar meine Frau guckt das gerne. Gucken wir Halo weiter. Ja, geht los, ne? Gucken wir weiter. Das macht richtig Spaß. Sagst, vielleicht gucke ich doch nochmal rein. Also ich weiß. Also ich würde, gib dir eine Chance. Definitiv, aber. Gib dir eine Chance. Ich glaube, die erste Staffel musst du ein bisschen reinkommen. Aber es macht dann echt Spaß, das zu gucken. Vor allem die zweite Staffel ist nochmal besser. Okay. Und es wird auch ein bisschen erklärt nebenher, warum die Kinder genommen wurden, wie die ausgebildet wurden, was alles mit denen passiert ist, wie brutal die Ausbildung war, wie viele gestorben sind und tralalala. Das ist schon echt, echt nice. Ja, mal gucken. Rick and Morty, ganz ehrlich, Rick and Morty, geil. Finde ich sowieso gut. Ich finde es immer so schade, dass die ganzen Staffeln so kurz sind. Aber Realfilm, weiß ich nicht, ob das funktioniert. Nee, wir machen nicht bis morgen früh durch. Ich habe eigentlich auch gar nicht mehr so viel Zeit, wenn ich ehrlich bin. Weil, wie gesagt, ich habe Besuch. Mein Cousin ist hier. Der fängt jetzt, also er ist Student und der fängt jetzt morgen ein Praktikum hier bei mir in der Nähe an und ich muss ihn morgen dann auch zur Arbeit fahren. Ach so, ich dachte, das war ein Spaß, was du gesagt hast, ich höre ihn gerade immer nebenan. Er versucht gerade die Katze zu beruhigen, weil der die ganze Zeit schon nach mir ruft. Alles gut. Die Orgel, ja. Ich hoffe, dass bald mal die neue Staffel kommt. Mensch, das dauert so lange. Wobei ich die ersten zwei Staffeln, ersten zwei war es, glaube ich, ne? Staffel, gibt drei Staffeln mittlerweile? Nee, die dritte war auch noch drauf. Also die erste fand ich richtig gut, die zweite, joa. Ja, die war nicht mehr so geil, aber ich bin ja der Trekkie von uns beiden und allein diese Satire. Ja, das ist mega. The Orville kam raus zu der Zeit, wo Star Trek Discovery rauskam, was für mich eine Star Trek-Serie ist, die ich überhaupt nicht mag. The Orville war das bessere Star Trek als das Original Star Trek. Die Orville war für mich quasi die Fortsetzung zu Galaxy Quest. Ja, oder so. Ja, das stimmt. Weil ich halt den Hauptdarsteller auch sehr gerne mag. Ja. Und seine Co-Pilotin quasi. Ja. Ja. Zurzeit bringe ich nicht alle Folgen von Rick and Morty nur irgendwie durcheinander. Breaking Bad, ja. Breaking Bad ist... Ja gut, ich gucke die auf, im Streaming, da kannst du ja aussuchen. Breaking Bad ist auch eine super geile Serie. Habe ich, glaube ich, auch schon dreimal durchgeguckt. Dauert allerdings, ich finde, wenn du die gerade anfängst und es nicht kennst, dauert echt lange, bis du drin bist. Dann wird es immer besser. Ja, die erste Staffel musst du echt überstehen, weil die Frau, ganz ehrlich, die wegen der hätte es fast gescheitert, weil die mir so auf die Nuss ging. Ja. Boah, war die anstrengend. Ja, aber danach, es wird immer besser. Ja. Wie er sich immer mehr reinverstrickt hat und das seiner Familie versucht. Und wie brutal es dann teilweise wird. Und teilweise auch richtig böse. Hast du El Camino noch geguckt gehabt? Auf Netflix? Das war das mit, wo Jesse Pinkman im Vordergrund war, ne? Wo Dings noch freigekommen ist. Ja, wo Pinkman im Vordergrund war. Das war theoretisch genau nach dem Ende von Breaking Bad ging es gleich weiter. Das war auch. Ja, ich habe alle gesehen, auch die von Better Call Saul. Ja, das Better Call Saul war auch gut. Die war auch gut. Oh, Picard Staffel 3. Oh ja, Picard Staffel 1 und 2 kannst du skippen, aber Staffel 3, das war genau die Nostalgie-Schiene, die wir gebraucht haben. Die war so toll. Echt genial. Als dann noch die Enterprise D durch die Gegend geflogen ist. Oh. Echt super. Nee, der Realfilm von Fallout, also nee, die Serie Amazon Prime gibt es eine Serie. Ja, die kommt auf Prime jetzt. Ja, genau, die kommt auf Prime. Die sieht, also vom Aussehen her, ist die sehr stark an den Spiele gelehnt. Sieht auch sehr gut aus. Ja. Ich bin mal gespannt auf das Setting, beziehungsweise auf die Storyline. Ja, bin ich auch mal gespannt. Oh, Finn, falls du noch zuguckst, was ich nicht glaube, da hat gerade einer gesagt, alles Gute zum Praktikum und Hals und Beinbruch zum Praktikanten. Ja, ich bin mal gespannt, was er morgen erzählt. Ich habe den Teppich vermisst. Was? Welchen Teppich? Picard Staffel 3, Teppich gab es eben. Den Teppich in der Enterprise oder was? Ja, die haben die doch an. Die haben die schon gut nachgebaut. Da will ja tatsächlich Patrick Stewart mit seinem hohen Alter immer noch einen neuen Star Trek-Film drehen, ne? Ja, ein Schlafanzug kann jeder Flocati. Ja, Flocati und jeder kann auch einen Schlafanzug tragen, das geht immer.
Ist er mittlerweile nicht mehr. Ich finde die neuen Uniformen sehr schick. Ich finde ja Star Trek Strange New Worlds unglaublich gut. Die macht mir so viel Spaß. Das liegt auch wieder, da hast du es wieder. Es ist wieder der Hauptcharakter, der Captain, der wieder richtig Laune reinbringt. Ist schon echt gut. Es soll ja Critters als Serie kommen. Okay. Oh Gott. Es muss auch alles wieder neu aufgelegt werden. Ne? Picard sagt, er hat einen Teppich vermisst. Ach so, ja, stimmt. Als er auf der Brücke der Enterprise stand, die neuen Schiffe haben ja keinen Teppich mehr. Okay. Genug Teppichgerede. Echt? Also ich würde jetzt mal von meiner Seite aus sagen, Chris, wenn das jetzt, wenn jetzt nichts mehr großartig kommt, lass uns mal langsam zum Ende kommen. Ja, machen wir. Ja. Also ihr habt jetzt noch, wir haben jetzt halb zehn, wir haben jetzt eine halbe Stunde, wir haben überzogen eine halbe Stunde. Und warum? Weil ihr so cool drauf seid. Ja, deswegen haben wir überzogen. Genau. Und wir nicht gemerkt haben, dass es so spät ist. Es geht auch zu zweit. Genau, richtig. Dann danke ich dir, dass du Zeit hattest und wir Spaß dabei hatten. Ja, klar. Wenn super. Ihr Bock habt auf Folge 6, die drei am 3. sind dann im April wieder für euch da. Hoffentlich dann auch wirklich wieder zu dritt. Also ja. Ich denke mal, ich weiß gar nicht, was für ein Tag ist das? Das ist, habe ich auswendig im Kopf. Warte, ich muss doch noch mal kurz nachdenken. Das ist der 17.4. Sonntag, Entschuldigung, Sonntag. Ja, ja, das müsste gehen. Weil, weißt du, wir sind immer am Sonntag. Ja, klar. Nur mal so. Ja. Soll ich vorstellen, das ist Dark Schnecke, der ist zum 5. Mal dabei. Ja. Der ist noch neu. Ich kenne mich noch nicht so aus in der Materie. Sevi, danke dir. Achso, übrigens, ich habe Robocop habe ich durchgespielt, Sebastian. Sehr gut. Auf der Xbox. Ein cooles Spiel. Ihr seid cool drauf. Danke, Alex. Schön zu lesen. Ja. Und wenn ihr nochmal, ich sag's jedes Mal, bitte noch 5 Minuten. Das hat noch nie einer geschrieben. Das muss aber Ina auch schreiben jetzt. Wenn Ina das nicht schreibt, dann machen wir das nicht. Bitte noch 5 Minuten. Wenn ihr Vorschläge habt oder bestimmte Vorlieben, klingt jetzt ein bisschen falsch, als Themen für nächstes Mal, Streams, genau. Schreibt das gerne in die Kommentare, dass wir das mal durchlesen können und uns kreative Ideen sind immer gern gesehen. Wir sind ja für fast jeden Quatsch zu haben. Außer für Star Trek. Ich muss jetzt dann auch langsam aufhören, ja. Liebe Leute. Also vielen Dank, dass ihr dabei gewesen seid. War ein Fest, es hat sehr viel Spaß gemacht. Vielen Dank. Ja, war schön. Hat Spaß gemacht. Dir auch nochmal vielen Dank. Und dann sage ich einfach mal, schlaf gut, komm gut in die neue Woche. Wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Bis dann. Entspannendes Tschüssikows, Jungs, stay nerdy. Ihr Figuren-Sophies. Bis denn, dann, liebe Leute. Und natürlich wie immer reingehauen.